Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid und euch angucken wollt, wie fünf interessante und kreativ begeisterte Menschen zusammen Rollenspiel betreiben möchten. Genau, wir haben uns heute hier versammelt, um ein Let's Play zur Sonnenküste zu spielen gemeinsam. Und zwar werden wir uns dem Abenteuer Zyklopenauge von Jeanette Marsteller widmen. Und ich habe mir vier, ja, Opfer möchte ich gar nicht sagen. Ich habe mir die vier Menschen ausgesucht, mit denen ich diese besondere Erfahrung am liebsten machen möchte. Und seht ihr hier jetzt mit mir. Ich sehe es gar nicht ein, euch vorzustellen. Das habt ihr gefälligst selbst zu machen. So, macht mal. Nadine, fang mal an. Nee, na gut, ausnahmsweise. Aber nur, weil du gefragt hast. Ich bin die Nadine und ich spiele heute Lysandra, eine Drakoniterin aus dem Drakoniterhort von Tegun. Und ich bin unterwegs, das zu analysieren, welche Geheimnisse in Aventurien warten, zumindest magischer Natur. Ich denke, da werden wir einiges finden können. Wie haben wir denn unser Kritz? Da, Alex. Ah, ich bin dran. Okay. Hallo, ich bin Alex und ich spiele heute einen Krieger aus Neta, und zwar Romualdo di Novara, der von der dortigen Kriegerakademie stammt und besonders zwar gut im berittenen Kampf ist, aber so breit gefächert, dass ich auch als Fußkämpfer, glaube ich, ganz gut agiere. Schwer gerüstet mit Kürass, mit Reitersäbel und einem schababischen Wackwiff. Und ich bin im Auftrag eines Sekretärs, der Markgräfin, an der Mission beteiligt. Ich weiß aber noch gar nicht so viele Details und werde mich überraschen lassen, was sich da ergibt. Aber ich weiß schon, dass ich für den Geleitschutz meiner Gefährten zuständig bin und etwas bewachen muss. Ganz genau so sieht's aus. Ich verspreche, ich habe unsere vier Spieler selbst aussuchen lassen, welchen der sechs Archetypen sie verkörpern möchten. Und es hat sich, eben als wir ein bisschen drüber geredet haben, hat sich herausgestellt, dass sich tatsächlich jeder von ihnen einen Archetyp ausgesucht hat, den sie so noch gar nicht gespielt haben in ESA 5. Also ihr habt jetzt die Premiere, Nadine in einer magischen Profession zu erleben, Alex als Krieger. Und Zoe, womit wirst du uns denn heute glücklich machen in diesem Stream? Ich werde euch heute als Elysia Sandoval beehren, eine rein profane Heldin. Ich bin nämlich eine kababische Rechtswahrerin und dort, wo der lange Arm der Gerichte nicht hinreicht, bin ich zur Stelle, um einzutreten. In diesem Abenteuer werde ich wahrscheinlich meine momentane Erzfeindin oder irgendetwas, was mit ihr zu tun hat, verfolgen müssen. Denn es gibt eine Diebin, die sich herumtreibt und die ich leider noch nicht fassen konnte. So sieht es aus. Allerdings hast du ja, obwohl, da kommen wir gleich zu. Carolina, möchtest du uns auch erstmal verraten, was du für einen Charakter heute spielst? Ja, ich spiele die adelsgeweihte Jolante von den Zyklopeninseln und ich bin als Letzte zu dieser Reisegruppe dazugekommen und schon aus Prinzip meiner Berufung wegen hier dabei und auch weil ich der Meinung bin, ich kann sicher einiges beisteuern und muss diesen Leuten helfen bei ihrer Mission und ja, im Sinne der Götter und des Reisens. Ganz genau. Und das Abenteuer beginnt auf einem Schiff, das gerade unterwegs ist von Neta, von der Weißen Wacht aus, nach dazu Insel Kutaki. Und auf diesem Schiff begegnet unsere Avis-Geweihte dem Rest der Gruppe. Ihr alle seid in Neta angeworben worden, euren geheimen Auftrag auszuführen. Kann einer von euch mal kurz darlegen, worum es da so gehen könnte im Detail? Wen habt ihr so getroffen in Neta? Also, ich wurde ja angeworben von dem Sekretär der Markgräfin von Mondino La Mandaya. Und mein Informationsstand war, ich soll etwas beschützen. Und eigentlich zwei Dinge sogar. Das eine soll wohl ein Gegenstand sein, den wir überbringen. Aber im Detail ist meine Aufgabe,
meine Gefährten vor allen Dingen zu beschützen, die diesen Gegenstand wiederum beschützen. Insofern, ich bin eher so in einer Leibwächterfunktion dort. Bei dem Gegenstand, den es zu schützen gilt, handelt es sich um einen Dolch, um eine Waffe, die auf einem Schiff sichergestellt wurde und als Schmuggelware identifiziert wurde. Dieser Waffe haftet ganz offensichtlich etwas Magisches an, weswegen sie zum Haus einer stadtbekannten Magierin verbracht wurde, nämlich der Artefaktmagierin Adaloe Vascani. Das ist eine gute Bekannte von unserer Drakoniterin Lysandra, wenn ich mich nicht täusche. Naja, gute Bekannte ist eventuell etwas übertrieben. Ich wurde darauf hingewiesen, nachdem ich einen kleinen Botengang von Tegun nach Neta absolviert habe, wurde ich von einer Halbelfe darauf hingewiesen, über einem schönen kleinen Glas Rotwein, dass es da eine ganz interessante Sache gibt. Und so habe ich Adaloe kennengelernt und habe versucht, mit ihr diesen Dolch zu identifizieren und analysieren, was denn dahinter steckt. Aber besonders weit kamen wir da nicht so, denn ein dreister Dieb hat sich dazwischen gemogelt und genau, den ich aber schnell mit einem Blitzstich find unschädlich machen konnte und den Dolch aus seinem Griff erretten konnte. Aber offensichtlich sind irgendwelche sinistren Leute hinter diesem Dolch her. So ist es. Allerdings sind andere Kräfte auch hinter diesen sinistren Kräften her gewesen. Denn bei demjenigen, der diesen Dolch aus dem Haus der Magierin zu entwenden trachtete, handelt es sich um niemand anderen als Elysia, magst du etwas dazu sagen? Ich wurde auf jeden Fall vom Hauptmann der Stadtgarde von Neta beauftragt, um genau dieser Sache nachzugehen. Denn irgendetwas ist mit diesem Dolch wohl nicht in Ordnung und ich soll dieser Sache nachgehen. Im Haupthaus der Garde, um genauere Informationen dazu zu erhalten. Richtig, denn du warst glücklicherweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hast mitgeholfen, die flüchtige Diebin namens Sorbetta, der es gelungen ist, den Dolch aus dem Haus der Magierin zu stehlen, dingfest zu machen. Nun ist den Obrigkeiten in Neta klar, dass diesem Dolch anscheinend mehr anhaftet, als auf den ersten Blick scheint. Und deswegen seid ihr mit der geheimen Mission beauftragt worden, das Stück nach Kutaki zu bringen. Denn dort lebt eine Lehrmeisterin der Gildenmagie, die sich mit derlei Dingen möglicherweise auskennen könnte. So wenig ihr bei der Analyse des Dolches bisher feststellen konntet, das Einzige, was klar ist, ist, dass das Leuchten irgendwie mit Sphärenmagie zusammenzuhängen scheint. Und dafür gilt Kaliomathea, diese Gildenmagierin auf Kutaki, als Koryphäe. Zeitgleich wird außerdem eine andere Delegation zur Ablenkung nach Tegun entsandt, wo sie einen falschen Dolch den Drakonitern vorlegen soll. Ihr wisst aber, ihr habt den echten Dolch, ihr seid auf geheimer Mission unterwegs und ihr müsst versuchen, diesen Dolch wohlbehalten zur Magierin auf Kutaki zu bringen, ohne dass eure Verfolger etwas davon mitbekommen. Und auf dem Schiff, das euch nach Kutaki bringt, begegnet ihr der abesgeweihten Yolante. Ja, ich wurde auch angeheuert von Frau Vascani und war nicht sicher, warum überhaupt so ein Auftrag notwendig ist. Eine Seereise macht man ja immer gerne. Aber ja, ich habe dann schon gemerkt, irgendwas ist mit diesen Leuten seltsam. Sie haben irgendwas bei sich, sie sind tun geheimnisvoll, sind nicht so zugänglich, wie ich es mir erhofft habe. Und irgendwann habe ich sie, habe ich einfach mal direkt nachgefragt und wollte wissen, was da los ist und habe mich nicht abschütteln lassen und so. Schließlich haben sie mir dann das Geheimnis zumindest teilweise enthüllt. Also ich kenne nicht alle Hintergründe, aber sie haben mir den Dolch gezeigt und ich habe ihn erkannt als zyklopisch, von Zyklopenhand geschaffen. Solche Gegenstände habe ich in meiner Heimat schon das eine oder andere Mal gesehen. Ganz genau. Und mit diesem mysteriösen Stück in eurem Gepäck seid ihr unterwegs nach Kutaki. Wer von euch trägt den Dolch denn bei sich?
Macht das mal unter euch aus. Da es sich offensichtlich um einen magischen Gegenstand handelt, würde ich das natürlich eigentlich gerne in meinen kennenden Händen wissen. Hat dagegen jemand irgendetwas einzuwenden? Von meiner Seite? Ihr mögt Expertin sein, aber ich würde mich persönlich auch wohlfühlen, das in den Händen eurer Gnaden zu wissen. Eine Person, die sich mit dem Schutz auskennt in solchen Fragen. Aber also, ihr scheint mir beide qualifiziert. Entschuldigung, ich muss euch da korrigieren. Euer Gnaden ist ganz nett gesagt, aber ich bin keine Geweihte. Ich bin Magierin. Ich bin nicht euer Gnaden. Das wäre nicht meines Standes angemessen. Ob das nun jetzt irgendwie über oder unter meiner Würde ist, ist offen. Aber ich mache ein lächelndes Wissen. Ein wissendes Lächeln, genau. Lächelndes Wissen. Nun denn, gelehrte Dame, das müsste dann euer Titel sein. Ich denke, dass ihr den Dolch tatsächlich auch behalten solltet. Erstens wurde ich vor allen Dingen beauftragt, euch Geleitschutz zu geben. Und ich verstehe mich mit magischen Dingen nur sehr begrenzt. Ich weiß, dass es sie gibt. Ihr seid die Spezialistin auf dem Gebiet und dann deutlich auf die Rechtswahrerin. Meine Gefährtin hier ist vermutlich Gebildete auf dem Gebiet, weil sie vielleicht auch Leute finden muss, die magische Verbrechen begangen haben. Aber ich glaube, ihr seid wirklich die Spezialistin und das flüstere ich jetzt auch eher euch zu. Ich hätte es auch lieber, wenn einer von uns diesen Dolch hat, anstelle von der Avis-Geweihten. Nicht, dass ich ihr misstraue. Aber sie war nicht Teil der ursprünglichen Gruppe, die angeworben worden ist. Ja, ich vertraue natürlich ihrer Gnaden. Sie ist eine Geweihte, gewiss. Aber ich bin vorsichtig in solchen Dingen. Das heißt, behaltet ihr am besten den Dolch. Dort ist er am sichersten. Ihr passt auf den Dolch auf und ich und meine Gefährtin und höchstwahrscheinlich auch die Geweihte, die sich so dafür interessiert, auf euch. Eure Mistgunst in allen Ehren, aber ich denke doch, der Wert eines guten Söldners sollte nicht unterschätzt werden und mir scheint, eine Geweihte ist genau der richtige Ort für einen solchen Gegenstand. Ja, wobei bedenkt, dass Avis Geweihte, und ich bin jetzt wieder etwas leiser, sodass die Avis-Geweihte das nicht direkt unbedingt wahrnimmt. Aber es ist der Sohn von Hesinde zwar, aber auch von Fex. Und wir wissen, dass Fex durchaus auch zwei Gesichter hat. Er ist nicht nur der Gott der Händler, sondern auch der Gott der Diebe. Wie gesagt, ich will... Also Zungen behaupten ja auch, dass es das Gleiche wäre. Aber trotzdem ist es eine Geweihte des Arbes, euer Misstrauen in Ehren. Ich würde ihr nichts Böses unterstellen, bis sie nicht etwas derlei getan hat. Also wir sollten ihr schon vertrauen. Ansonsten stehen wir auf ganz schlechtem Fuß. Eure Auftraggeber scheint es auf jeden Fall zu tun. Dann verneige ich mich zum Zustimmenden, zur Trakonierin und versuche, möglichst während der Reise in ihrer Nähe zu bleiben. Und zwar nicht immer so vor ihr stehen, sondern eher neben ihr oder knapp dahinter. Dass es wirklich so ist, wenn etwas passiert, dass ich eingreifen könnte. Ich werde den Dolch in ein Tuch wickeln und tief in meinem Rucksack, den ich dabei habe, vergraben, damit er nicht allzu leicht zu entwenden ist. Unter diversen schweren Büchern, die ich dabei habe, die nicht allzu leicht aus dem Rucksack zu entfernen sind. Perfekt. Ihr alle wart nicht zum ersten Mal in Neta. Gerade Alex, dein Charakter, der hat da seine Ausbildung durchgemacht und Zoe, deine Rechtswahrerin ist da auch immer wieder, um Aufträge an Land zu ziehen. Dennoch schmerzt es euch immer so ein bisschen, wenn ihr die Weiße Macht hinter euch lasst. Es ist schon eine majestätische Stadt mit ihren weiß getünchten Häusern, mit den rot geziegelten Dächern und
Selbst auf dem Schiff habt ihr den Thulamidischen Gärten und dem Thalassokratenpalast auf dem Hügel daneben noch einen wehmütigen Blick nachgeworfen. Aber ihr werdet ja wohl Neta nicht allzu lange fernbleiben. Es ist ein wunderschöner Tag. Vögel kreischen über euren Köpfen, als die warme Brise euch dann endlich zum Hafen von Aryos treibt. Das ist ein, ja, man muss sagen, ein Fischerdorf auf Kutaki und die einzige sinnvolle Anlegestelle auf der kleinen Insel. Vor euch seht ihr ein Gewirr aus kleinen, größtenteils hellgetünchten Gebäuden, umringt von schroffem Fels und dem glitzernd blauen Wasser der siebenwindigen See. Schon von Weitem sind die Rufe der Fischer zu hören, die ihren Fang an Land schaffen und sofort lautstark anpreisen. Auch andere kleine Stände unter bunten Markisen könnt ihr bereits aus der Ferne ausmachen. Das Städtchen auf der Insel des Feuers, wie die einheimischen Kutaki nennen, macht einen geschäftigen, aber dennoch ruhigen, ja fast schon idyllischen Eindruck auf euch. Aber was ist denn das? Macht doch mal bitte alle eine Probe auf Sinnesschärfe. Erschwert um 2. Damit es nicht allzu Schwert um 2? Oh. Ja. Ich habe ein sehr scharfes Adlerauge. Hilft mir das bei dieser Aufgabe? Adlerauge? Du meinst, du hast... Ich habe einen herausragenden Sinn. Der hilft dir auf jeden Fall bei der Aufgabe. Wundervoll. Ich habe es sogar geschafft mit einer Qualität von 2. Nicht schlecht. Kurs 1 für Nadine. Ich bin viel zu fokussiert auf die Sicherheit des Dolches, als dass ich mich irgendwie auf das Äußere hier konzentrieren könnte. Mein Inneres geht immer wieder zurück zur Analyse vor ein paar Tagen. Caro, wie ist es bei dir? Also ich beschäftige mich mit allem, aber man wahrscheinlich mit dem, was vorhanden sollte. Verstehe. Oh, Schmetterling. Ja, yeah, tolle Gegend, tolle Leute. Zoe, was hat dir denn herausragender Sichtvorteil gebracht? Ich musste routiniert die Menge und habe 3 QS anzubieten. 3 QS? Das ist wirklich nicht. Während so vor allem die Ardus-Geweihte natürlich immer den Blick an den Horizont geheftet hat, wie es ihr gebührt, und auch eure Drakoniterin sich ihrer Neugier hingibt und das Treiben am Hafen begutachtet, sind eure beiden kämpferischen Gefährten doch ein bisschen wachsamer. Und Romualdus stellt fest, dass eine andere Passagierin auf dem Schiff, die trägt einen sehr auffälligen Hut, die ist dir schon ein paar Mal aufgefallen, und die schleicht sich verdächtig nahe in der Nähe der Drakoniterin rum. Und du hältst dich bereit, und gerade als sie die Hand ausstreckt, um in dem Rucksack rumzuwühlen, kommt aber schon Elysia und packt sie am Handgelenk. Und es wundert dich fast, dass es dir bisher nicht aufgefallen ist, aber diese Frau, das ist die Diebin, die du schon mal verfolgt hast, das ist Sabetta. Der hast du den Dolch schon mal abgejagt. Sie scheint euch gefolgt zu sein. Huch, das muss Schicksal sein. Dank deines Adlerauges konntest du aber einen erneuten Verlust des Dolches sehr ja, wirkungsvoll verhindern. Und die Diebin erstarrt, versucht sich loszureißen. Möchtest du das verhindern? Ich sehe das auch. Das ist definitiv passiert. Nicht zu. Du siehst, was da passiert, ja. Dann mach mal eine Probe auf Kraftakt und sag mir, wie viele Qualitätsstufen du hast. Mhm. Das sieht gut aus. Ich habe 2 QS. Du packst fest zu, auf dass die Diebin ihr Handgelenk nicht einfach aus deinem eisernen Griff befreien kann, aber sie ist wirklich gewandt und sie schafft es, ihren Arm aus deinem Griff zu winden. Schaut sich dann kurz an, bemerkt, dass Romualdo anscheinend auch auf sie aufmerksam geworden ist, nimmt ihren lächerlich ausladenden Hut vom Kopf, wirft ihn euch entgegen und springt über die Reling. Ja, ich befürchte, ich werde ihr mit meinem Kürass, den ich anhabe, da nicht folgen. So weiteres. Denn ich hänge schon an meinem Leben, das wird nicht gut gehen. Ich
Ich sehe aber jetzt erstmal erwartungsvoll, was Elysia macht, denn sie scheint erstens ja total aufmerksam gewesen zu sein und zweitens wäre meine Erwartung natürlich als Krieger, dass sie der Diebin potenziell nachspringt. Ich kann mir Schöneres vorstellen, als mit einer Lederrüstung einfach ins Wasser zu springen. Aber meine Prinzipien gebieten es mir, es trotzdem zu tun. Auch eure beiden Gefährten bemerken, dass da irgendwie was, irgendwie gibt es da einen Aufruhr. Ja, ich springe zur Seite, weil das ja direkt hinter mir passiert und auf einmal höre ich einen Platsch und daraufhin nochmal einen Platsch und ich stürze an die Reling und schaue den beiden hinterher. Du hörst doch, wie ich schreie. Sabetta! Sabetta ist dabei, mit ausladenden Kraulbewegungen zum Pier sich voranzuarbeiten. Möchtest du sonst noch jemand hinterher springen? Habe ich gesehen, dass die Diebin den Dolch auch mitgenommen hat oder habe ich das gar nicht gesehen? Habe ich nur gesehen, dass sie da irgendetwas gemacht hat oder versucht hat zu tun? Du sahst, dass sie sich dem Rucksack näherte, aber bevor sie sich da groß zu schaffen machen konnte, hat Elysia den Versuch schon vereitelt. Wie lang brauche ich denn, um meinen Kürass abzustreifen? Dafür werde ich einen Augenblick brauchen, schätze ich. Du wirst da auf jeden Fall ein bisschen für brauchen, ja. Ja, dennoch. Du kannst natürlich auch versuchen, also das Schiff ist dabei anzulegen. Du kannst schon mal voraus auf den Steg springen und versuchen, die Diebin an Land abzupassen. Das erscheint mir durchaus aussichtsreicher, als mich ins Wasser zu begeben. Gut zu wissen. Ich versuche den Moment abzupassen, wenn der Steg so in der Nähe ist, dass ich tatsächlich mit einem Sprung es auch schaffen kann. Also nicht so voreilig, dass die Chance sehr, sehr gering ist, es nicht zu schaffen, sondern schon, dass sie passabel stehen. Jolante, hast du Pläne, darauf zu reagieren? Ich bin erstmal ein bisschen verwirrt, ob der Leute, die für mich komplett zusammenhanglos beide ins Wasser gesprungen sind, denke, ob irgendjemand Hilfe braucht, aber so sehen sie jetzt auch nicht aus. Die schwimmen ja da ganz flott und dann denke ich, na gut, das Schiff liegt gleich an. Ich werde mich wahrscheinlich einfach hilfesuchend, also so fragend zu der Drakoniterin gucken, ob sie irgendwas weiß oder die Lage erklären kann und ja. Fragende Blicke bekommen meistens sofort meine Aufmerksamkeit und ihr Wissensdurst möchte ich direkt löschen. Das ist die elendige Diebin, die sich an den Durchtisch, an etwas meinem Rucksack zu schaffen machen wollte. Verstehe. Ich rufe schon in Richtung des Hafens, in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwelche Wachen sind. So, eine Diebin! Und deute ins Wasser. Ich habe nicht vor, mit meiner schweren Gewandung dahinterher zu werfen. Ich verstehe. Also haben wir zwei Teilnehmer an einer Verfolgungsjagd. Das finde ich sehr gut. Dann möchte ich doch Zoe einmal bitten, eine Probe auf Schwimmen für ihre Heldin abzulegen. Und Alex, du machst eine Probe auf Körperbeherrschung. Weißt du, erschwert ist ja so eins für dich. Das habe ich mir schon fast gedacht. Es ist ja so, die Krieger aus Netas sind ja eigentlich Reiter. Jetzt weiß ich, warum es durchaus klug gewesen wäre, ein Pferd mitzunehmen. Aber es muss auch so gehen. Es muss auch so gehen. Mit dem Kürass wird es nicht einfacher, aber es ist mir zumindest gelungen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mehr als eine QS übrig habe, aber ich habe es immerhin geschafft. Okay. Die Diebin ist tatsächlich recht flink. Sabetta schafft es schon deutlich vor ihrer Verfolgerin Elysia an Land anzukommen und drängt sich jetzt durch das dichte Gewühl am Hafen. Aber wenig später kommt auch die Rechtswahrerin an Land an. Und Romualdo schafft es nicht so ganz, den perfekten Moment abzupassen. Also es herrscht geschäftiges Treiben auf dem Steg. Immerhin möchte man das Schiff sauber verteuen. Und er wirft fast einen der Hafenarbeiter dabei zu Boden. Bleibt da kurz stehen, um sich zu entschuldigen und ihm aufzuhelfen. Und das verzögert natürlich dann seinen Weg zu Pier. Das Pier ist vollgestellt. Heißt das eigentlich der Pier? Der Pier, ne? Ich glaube, es geht beides. Ich glaube, beides geht. Ich glaube aber, es ist der Pier. Also gebräuchlicher.
umgehen wir das Problem einfach. Am Pier sind unglaublich, sind viele Handelswaren gestapelt. Also es sind Kisten überall und Menschen sind dabei, die von A nach B zu transportieren, und das nutzt Sabetta, indem sie genau in diese Menge reinläuft, über die Kisten hechtet und ja, sie ein bisschen als Deckung nutzt, damit ihr nicht sofort sehen könnt, in welche Richtung sie läuft. Wenn ihr ihr zwischen die Kisten folgen möchtet, dann möchte ich noch einmal eine Probe auf Körperbeherrschung von euch mit dem Anwendungsgebiet Balance. Wie viele Meter ist sie entfernt ungefähr? Kann ich sie sehen? Von dir ist sie ungefähr 20 Meter entfernt, würdest du sagen. Okay. Wenn du vorher noch was starten möchtest, können wir aber drüber reden. Ist sie 8 Schritte entfernt? Nein, das... Was einmal funktioniert, dann kann auch ein zweites Mal funktionieren. Wenn du die Reichweite erhöhst, würde ich dir zugestehen, es zu versuchen. Ja, okay. Dann nehme ich die Erschwernis der Modifikation und werde mal anfangen, einen Blitzdichtfind zu zaubern. In der Hoffnung, dass ihr sie dann noch erwischen könnt. So. 7. Sehr schön. 7. Komm, noch eine 7. Das wäre super. Nein. Aber das funktioniert. Und zwar hätte ich dann eine QS von... Wo habe ich es? Okay, sie kriegt eine Stufe Verwirrung. Das ist gar nicht schlecht. Was aber vielleicht sogar noch wirkungsvoller ist, ist der Anblick, den du dabei bietest. eine offenkundige Magierin im Ordensgewand der Drakoniter steht am... Vorne ist der Bug, nicht wahr? Am Bug eines Schiffes, ich bin so gut, streckt die Hand. Ein Umhang weht hinter mir und ich ziehe meinen Stab. Blitzdichtfind! Und man sieht keinen magischen Effekt. Wie zu schade. Du machst aber dennoch einigen Eindruck mit deinem Auftritt. Und im Hafen schauen sich viele verwirrt um. Nicht nur diejenige, auf die du gezielt hast. Was für Ergebnisse habt ihr auf eure Proben? Es war diesmal besser. Ich habe eine Frage. Ja. Rein hypothetisch, könnte ich, während ich renne, mit meinem Fesselseil sowas wie ein Lasso basteln? Oha. Das darfst du, dafür musst du deine Probe aber um 2 Punkte erschweren. Damit kann ich leben. Während die Rechtswahrerin gerade die Lasso-Idee hat, ich habe es mit 20 geschafft. Das ist gut. Ich fäng gut an. Ich würde gleichzeitig noch brüllen und sagen, euer Gnaden, benehmt die andere Seite, helft uns. Ich versuchte es, aber meine Würfel hassen mich heute Abend. Und ich habe 20 dabei. Ihr geht. Ein Traum. Zwei blieb es bei der 21 oder kam noch eine zweite dazu? Es ist eine, aber ich tue quasi nichts. Also wahrscheinlich bleibe ich sogar stehen. Du bekommst halt nur keinen Bonus. Das ist schon okay. Du versuchst gleichzeitig irgendwie mit deinem Seil zu hantieren und das zu knüpfen, aber es verlangt doch mehr Aufmerksamkeit, als du dachtest. Und du stößt gegen eine Kiste, die war doch gerade noch nicht da, und dann läuft dich irgendjemand um und ärgerlich. Nein, du musst dich auf die Verfolgung konzentrieren. Absolut. Romualdo gelingt es stattdessen aber, zu der fliehenden Diebin aufzuschließen und sie nicht aus den Augen zu verlieren. Und was macht sie denn? Sie hat es geschafft, sich durch das Hafentreiben hindurchzuwinden und läuft jetzt in Richtung des Dorfes davon. Dabei stößt sie Passanten aus dem Weg, die ihr halt keinen Platz machen, und versucht sie tatsächlich auch so ein bisschen in eure Richtung zu stoßen. Ziemlich unfreundlich, die schreckt von nichts zurück. Also ich versuche Romualdo irgendwie zu folgen, stolpere dabei möglicherweise über eine Kiste mit Kohlköpfen, entschuldige mich kurz bei dem Meine Kohlköpfe! Und wie gesagt, laufe irgendwie Romualdo hinterher oder einem der anderen, denn ich bin wahrscheinlich die Letzte jetzt hier.
Wundervoll. Schau meinen Gefährten hinterher. Da laufen sie. Ich passe auf den Dolch auf. Tja, also ich habe ja die große Hoffnung, auch wenn die Abendsgeweihte mein taktisches Verständnis vielleicht nicht hat, dass sie einfach viel schneller ist als ich, weil ich bin, glaube ich, gar nicht so schnell. Wie gesagt, bin ja auch schwer beladen. Ich werde mir aber tatsächlich wirklich nicht den Weg um die Leute herumbahnen, die diese Diebin mir da entgegenstößt, sondern wenn es sein muss, tue ich die tatsächlich auch wegstoßen. Ich will sie natürlich jetzt nicht schwer verletzen oder sowas, aber mein Plan ist es, so zielstrebig einfach da ihr zu folgen und einfach durchzurennen, wie es geht, in der Hoffnung, dass die anderen Gefährten irgendwie vielleicht links und rechts einen anderen Weg wählen, um sie abfangen zu können. Aber genauer kann ich es natürlich auch jetzt nicht verfolgen, was sie machen, denn das würde mich noch langsamer machen, wenn ich mich umdrehe oder ähnliches. Insofern kommt mir jemand entgegen, muss er einen Stoß links oder rechts einstecken und anders weiß ich mir erstmal nicht zu helfen. Nur du kannst auch versuchen, dein würdevolles Auftreten zur Geltung zu bringen und statt einer Probe auf Körperbeherrschung eine Probe auf Überreden abzulegen. Nein. Vielleicht schaffst du es ja. Nein, möchtest du nicht? Nein, also nein, stößt nein, sie tatsächlich einfach aus mehr, dem je mehr ich hier rede, desto weniger Luft habe. Ich denke dann hier, der Kyras, der drückt und so weiter. Das ist nicht gut. Das Reden, das muss ich anderen überlassen. Wenn sie vielleicht zurückgefallen sind, ich weiß nicht. Ich mache mich ans Stoßen von den Leuten. Also es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber nein. Gut, dann mach doch, also die Leute sehen, dass du auf sie zukommst, aber viele sind einfach auch nicht schnell genug, weil sie der fliehenden Diebin hinterher schauen, um dir aus dem Weg zu springen. Also denke ich, ist es vielleicht eine Probe auf Kraftakt gar nicht mal so unangemessen für dich. Ja, ich mache das so ein bisschen wie beim Straßenimann. Wenn wirklich so jemand auf mich zukommt, dann, wenn es sein muss und er geht nicht weg, dann tue ich ihn wirklich mit der Schulter wegstoßen. Kraftakt, sagtest du, ja? Kraftakt, ja. Gut. Elysia? Ich glaube, ich gehe den gegenteiligen Weg und versuche in beherzter Imitation eines göttlichen Befehls, die Menge dazu zu animieren, die Diebe doch bitte zu halten. Macht euch nützlich. Dafür möchte ich gerne eine Probe auf Überreden mit dem Anwendungsgebiet manipulieren von dir. Okay, und wenn ich besonders aggressiv bin, kann ich dann einschüchtern. Es ist immerhin ein Befehl. Was drohst du ihnen denn an, wenn sie den Befehl nicht Folge leisten? Na, den harten Arm des Gesetzes. Unterlassene Hilfestellung. Na, das Rechtswahrertum ist hier auf den Zyklopeninseln jetzt nicht so furchtbar verbreitet. Ich glaube, wir bleiben mal überreden. Tut mir leid. Na gut. Alex, wie ist deine Probe ausgefallen? Tatsächlich gut. Ich kann auch eine Qualität von 2 anbieten. Ah, sehr schön. Jolante ist auch noch dabei, die Diebin zu verfolgen, nehme ich an. Ja, ich versuche es aber mehr mit Geschick und sozusagen mit Gewandtheit, mich so durch die Menge durchzumogeln, als Leute beiseite zu stoßen. Ich bin so, Entschuldigung. Dann darfst du auch eine Probe auf Körperbeherrschung ablegen. Ja. Achso, vielleicht sollst du auch versuchen zu fliehen. Sehr gut. Ich habe sehr gut. Eine QS auf Überreden. Ich habe 2 QS auf Körperbeherrschung. Großartig. Tatsächlich gelingt es Elysia dank ihres Befehlstons, dass sich tatsächlich einige der Passanten dazu genötigt fühlen, sich der Diebin in den Weg zu stellen. Die ist allerdings ähnlich rücksichtslos wie Romualdo und rennt die einfach kurzerhand um. trotzdem hilft euch das allen, um ein bisschen näher an sie heranzukommen. Dann huscht sie aber plötzlich in eine der Seitengassen und Romualdo, der am weitesten vorne ist von euch, der sieht gerade noch so, wie sie über einen Marktstand auf das Dach eines Hauses klettert. Ich stöhne auf. Eine Markgrafschaft für ein Pferd. Oder ein Seil. Oder in diesem Fall eine Balestrina. Sehe ich eine Chance, eine Möglichkeit, selbst da so heraufzukommen? Selbstverständlich. Du kannst sehr gerne eine Probe auf Klettern ablegen. Fassadenklettern wäre das Anwendungsgebiet in dem Fall. Ja. Das dürft ihr beiden anderen auch. Klettern. Klettern ist nicht unbedingt das Gebiet eines Reiters. Johannes, ich setze einen Schicksalspunkt ein. Oh, da fällt der erste Schicksalspunkt. Sehr schön.
Ich nehme zwei Würfel neu, die haben mir nicht so gefallen. Es ist mir gelungen. Also immerhin, es ist mir gelungen. Eine QS? Ja, mehr war nicht drin. Hat jemand mehr zu bieten? Nichts. Also ist drei. Du hast drei Qualitäten. Ich kann nicht offenbar. Vielleicht wow. Okay, Elysia guckt sich das Ganze an, denkt sich, boah, oh, habe ich da jetzt wirklich, oh, es muss ja, okay. Und macht sich dann irgendwie bereit, das Seil dann doch zu was Nützlichem zu knoten, um da hochzukommen. Romaldo ist da schon so ein bisschen tatkräftiger und ist dabei hochzusteigen. Da wetzt von hinten die agile Avis-Geweihte an und bedankt sich für die Hilfestellung, steigt auf Romaldos Schultern und ist zack, zack, zack oben auf dem Dach. Das ist für mich in Ordnung. Das ist für mich in Ordnung. Möchtest du den beiden hochhelfen oder läufst du direkt der? Ja, ja, das tue ich. Okay. So richtig grazil sah das bei Sabetta auch nicht aus. Sie hat es mit Mühe und Not auf das Dach geschafft und guckt jetzt immer nervös über die Schulter. Sie hat noch einen kleinen Vorsprung, aber ihr seid schon ziemlich nah. Sie läuft über die Dächer, springt über Gassen hinweg, tritt dabei sogar ein paar Dachziegel los, die scheppernd zu Boden gleiten und auf dem Erdboden zerschellen. Und läuft an das Rand eines Daches und springt einfach nur ab. Und dahinter ist das Dorf zu Ende. Sie wird wahrscheinlich in einem Busch landen. Sie springt tatsächlich doch hinunter von dem Gebäude. Okay. Ja. Ja, ich glaube, die anderen sind ja eh schneller als ich, also warte ich erstmal ab, was da passiert. Also ich folge auch, aber ja. Ich würde mich eher wieder ins Runterklettern machen als springen. Mhm. Da brauchst du keine Probe drauf zu machen, das gelingt dir. Es dauert halt nur ein bisschen länger. Ah, oh. Elysia? Also, mein Fesselseil ist 10 Meter lang. Habe ich eventuell eine Chance, jetzt zu erwischen, theoretisch. Mach mal eine Eigenschaftsprobe auf Fingerfertigkeit, bitte. Ach nee, wir haben doch hier Fesseln als Talent. Dann nehmen wir lieber das als Fertigkeit. Okay. Ja, darf auch bitte eine Probe. Zwei QS, okay. Während du ihr über die Dächer folgst, das fällt dir gar nicht so schwer, interessanterweise. Deine Stiefel verleihen dir hier sehr gute Haftung. Du schaffst es, dein Seil zu einer Schlinge zu formen und holst aus und machst dich dazu bereit, sie während ihres Fluges abzufangen. Und wenn du möchtest, darfst du dann eine Probe auf Wurfwaffen. Mhm. Dafür durchführen. Dies allerdings erschwert um 2. Ja, doch. Ich versuche es einfach mal so. Ich nehme einen Chip. Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste es. Nee. Ist auch umsonst. Romaldo, hast du noch einen springenden Einfall? In einem kurzen Moment der Schwäche habe ich überlegt, einen Dachziegel zu nehmen und ihn einfach auf sie zu werfen. Aber das erscheint mir doch zu unehrenhaft. Insofern wie schätze ich meine Chancen ein, wenn ich tatsächlich auch dort runterspringe? Wie weh wird es tun? Also es ist ein Sturz von etwa 2,5 Metern. Es ist ein recht niedriges Dach, auf dem wir gerade sind. Wie von einem Pferd. Das wage ich sogar. Ich werde probieren, mir wirklich springend zu folgen. Ich muss dazu sagen, ich bin zwar ein mutiger Krieger, ich bin nicht unbedingt der Klügste in diesem Sinne. Also manchmal etwas übermütig und insofern, ich wage es einfach. Ich springe hinterher. Das wollte ich hören. Das ist genau das, was ich von dir wollte. Bitte eine Probe auf Körperbeherrschung. Leittalent. Nein. Wie sehr nein? Sehr nein, sodass ein Schicksalspunkt vielleicht sogar sinnvoll wäre, aber es ist sehr, sehr risikobehaftet. Ach, ich nehme ihn trotzdem.
Noch schlechter. Okay, also nein. Okay, tatsächlich war der Wurf des Lassos nicht ganz umsonst, denn auch wenn du die Diebe damit nicht zu fassen bekommen hast, hat es sie doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. In Verbindung mit dem Blitzdichtwind, der ja immer noch auf ihr liegt, hat das dazu geführt, dass ihre Konzentration nicht so richtig gut war und das Abrollen hat auch nicht so richtig funktioniert. Das heißt, Sabetta schafft es in den Busch und von unten hört ihr nur einen saftigen Fluch, der jeder Travier geweihten rote Ohren gemacht hätte. Und da scheint sie jetzt erstmal zu liegen und sich um ihren Knöchel zu kümmern. Eure Abesgeweihte hat sie ja mittlerweile auf den Boden der Tatsachen zurückgeschafft. Und ich laufe dahin, zu dem Busch. Mein Abesstab in der Hand. sie bemerkt, dass du näher kommst und versucht sich dann aufzurichten und weiterzulaufen und ruft: Weg von mir! Was willst du von mir? Warum wolltest du den Dolch stehlen? Das geht dich gar nichts an! Und sie versucht wegzulaufen oder besser wegzuhumpeln. Bleib stehen! Eine Probe auf Körperbeherrschung möchte ich noch von dir. Ja, das klappt mit einer QS. Das reicht tatsächlich. Sie scheint sich irgendwie den Knöchel verstaucht zu haben. Also sie wird auf keinen Fall mehr von dir wegkommen. Ich hab gesagt, du sollst mich loslassen. Was willst du von mir? Ich weiß nicht, wovon du redest. Was für ein... Ich weiß nichts von deinem Dolch. Warum? Du warst gerade auf dem Schiff. Was hattest du da verloren? Ich habe eine Passage gebucht, genau wie ihr. Ja, und dann bist du plötzlich geflohen und du hast vorher irgendwas versucht. Irgendeine krumme Nummer. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Und meine Gefährten kennen dich. Du hattest schon mal versucht, den Dolch zu entwenden. Was für ein Dolch? Ja, das frage ich ja dich. Du stell dich nicht dumm. Mach mal... Du kannst mal eine Probe auf Einschüchtern ablegen, wenn du möchtest. Ja, das klappt. Ich habe zwar Einschüchtern nur 0, aber es klappt. Ich glaub's ja nicht. Das ist ein sehr einschüchternder V. Ich fürchte, die Diebin, die du da vor dir hast, ist aber ganz furchtbar renitent. Ist mir völlig egal. Ich sag überhaupt gar nichts. Ihr könnt mir nichts beweisen. Ja, warte erst, bis die Rechtsbewahrerin kommt. Kommt die denn? Schaffe ich denn? Mich dorthin zu schleppen. Sorgfältig schaffst du es tatsächlich, dich auch von dem Dach runterzulassen. Und die lauten, keifenden Stimmen, die hörst du ja auf jeden Fall. Also es ist kein Problem, die Diebin zu finden. Hier drüber, ich hab sie! Die liegt so halb im Gebüsch und scheint Probleme zu haben, zu stehen. Und über ihr steht eine unglaublich bedrohliche Abesgeweihte mit erhobenem Wanderstock. Genau, und ja, es fällt dir ziemlich schnell auf, dass es tatsächlich Sabetta. Das ist tatsächlich die Diebin, die du eigentlich in Neta schon gefangen und den Obrigkeiten überantwortet hast. Gute Arbeit, eure Gnaden. Ich wusste, auf euch kann man sich verlassen. Und nun zu dir, Sabetta. Ist dir klar, was Wiederholungstätern blüht? Möchtest du weiterhin schweigen? Oder möchtest du dem Herrn Götterfürst einen Gefallen tun und endlich mit der Wahrheit herausrücken, bevor man sie aus dir herausholt? Leg auch mal eine Probe auf Einschüchtern ab. Wow, okay, Moment. Das hätte besser laufen können. Aber ich habe noch ein QS tatsächlich. Das diesmal hat sie nicht gut gewürfelt, das reicht tatsächlich aus. Es ist ja schon gut. Tut mir nicht mehr weh, das ist. Au! Ah.
Helft mir auf, ich sag euch alles, was ihr wissen wollt. Dann helfe ich ihr. Jemand anders ist außerdem auch noch verletzt und liegt vor dem Dach, vor dem er gesprungen ist. Es ist dir auch nichts Furchtbares passiert. Aber tatsächlich hat der Kyras dich vom Schlimmsten bewahrt, aber vielleicht auch dafür gesorgt, dass dein Sprung nicht ganz so elegant war, wie du es dir gedacht hast. Du nimmst 1W3 Schadenspunkte. Okay, natürlich. Der Maximalschaden. ich gehe davon aus, dass ich tatsächlich so auf dem Bauch quasi gelandet bin. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Ich werde die Kurzunterhaltung der Arvis-Geweihten und von Elysia dazu benutzen, möglichst unauffällig wieder aufzustehen, sodass keiner das bemerkt, was mir da für ein Patzer passiert ist. Den Staub einfach wegklopfen und mich dann im Hintergrund halten, zu ihnen bewegen. Denn das Ganze war mir schon durchaus sehr peinlich und ich bin, ich hoffe wirklich, dass es auch wenigstens nur sehr wenige Leute überhaupt bemerkt haben, was da gerade passiert ist. Aber ich möchte, die einzige Augenzeugin war tatsächlich Elysia. Das ist schon schlimm genug. Aber als ich zu den beiden gegangen bin, meine ich zumindest zu der Arvis-Geweihten, die ich ja als potenziell nicht ganz vertrauenswürdig zu Beginn eingeschätzt habe, weil ich sie ja nicht kannte. Das habt ihr wirklich sehr gut gemacht, euer Gnaden. Ich großen Respekt, bewundernswert, wie ihr es geschafft habt, diese Diebin zu stellen. Ihr wart geschwind wie Fex oder nun ja, wie Arvis. Also. Ach, nicht doch, ich hatte vor allem Glück und ich helfe doch gerne. Dennoch, ohne euch wäre sie uns mit Sicherheit entwischt. Elysia, was haltet ihr davon, wenn wir sie zurückbringen zur gelehrten Dame? Ich glaube, es wäre schon interessant, wenn sie mitbekommt, wer sie ist und vielleicht wolltet ihr mich ja erstmal zu einem Heiler bringen. Das brennt wie Feuer. Schweig. Ganz ehrlich. Du solltest gar nichts sagen, es sei denn, wir fragen dich. Ich versuche jetzt auf meine und auf Elysias und auf die Autorität der Geweihten zu pochen, dass sie ein Nichts ist und wir adlige Rechtswahre und Geweihte sind. Sie soll einfach das Maul halten. Klare Ansage. Ich geb dir so einen Wink mit dem Kopf, Elysia, dass du sie einfach mal wegschaffst zu unserer Gefährtin, denn das ist halt eine Diebin, also erstmal weg mit ihr. Ja, bin ich voll in meinem Element, ich schleife sie dann einfach erstmal mit. Sie protestiert anfangs, aber irgendwann stellt sie fest, dass sie da erstens nicht weiterkommt und zweitens dafür sorgt, dass Romualdo nur noch unflätigere Worte findet. Und irgendwann hält sie einfach die Klappe und erträgt's. Ihr schafft es dann auch, sie wieder zum Hafen zurückzubringen. Ziemlich gute Arbeit, meine Gefährten. Da habt ihr die freche Diebin. Sambata, wenn ich mich nicht irre. Ja, jetzt darfst du sprechen. Ja, was wollt ihr denn? Was wollt ihr von mir? Die Frage ist eher, was du von uns möchtest. Ach, das wisst ihr doch ganz genau. Wer dich beauftragt, diesen Dolch zu entwenden, weil ich glaube nicht, dass Volk wie, Entschuldigung, aber du großartig etwas damit anfangen kannst. Ich hab doch keine Ahnung, wer der Typ ist. Ach, der hat mir damals schon gesagt, dass ich bei dieser Magier-Tante einbrechen soll, um das Ding zu... Na, da habt ihr mich ja schon erwischt. Und jetzt hat's Der Kerl hat mich nochmal rausgeboxt. Eigentlich sollte das Verfahren ja schon stattfinden, aber der hat mich da rausgeholt und gesagt, dass alles vergessen ist, wenn ich hier auf dem Schiff mitfahre und ihm dann doch den Dolch bringe. Ich weiß aber nicht, wer das war. Also, ihr habt keinen Namen. Nee. Wie sieht er denn aus? Warte, muss ich nachgucken. Wo ist er denn? Ich wende mich zu meiner Gefährtin Elysia. Kann man so einfach aus dem Gefängnis heraus? Ich meine, bei euch ist es doch eigentlich recht sicher. Hätte jemand genug so Macht, ich hoffe, wirklich herauszuboxen? Es ist definitiv eine schwere Anschuldigung, die ihr erhebt. Gegen Falschanklage steht der Tod. Ich hoffe, ihr seid euch sicher,
Ach, wirklich recht. Der Typ hat einen Haufen Leute unter sich. Der kann mit Neta wahrscheinlich tun und lassen, was er will. Ach, der hat hier so lange gelbe Haare hat er und irgendwie, keine Ahnung, der guckt immer so durchdringend. Das nennt man blond. Klugscheißer-Modusende. Ja, ist mir doch egal. Auf jeden Fall hier so gelbfarben halt. Und ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen, ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat auf jeden Fall einen Haufen Leute. Ich überlege mal, wenn der wichtig ist und ein Neter, da haben die meisten ja eher dunkle Haare. Jemand mit goldenen Haaren ist da eher selten. Ich überlege mal, ist mir irgendwie mal jemand über den Weg gelaufen oder habe ich mal von jemandem gehört, das ist ein goldenes Haar, wunderschönes oder so. Mach mal eine Probe auf. Es weht im Winde. Du kannst eine Probe auf Gassenwissen ablegen, wenn du magst. Oh ja, das kann ich total gut. Warten wir mal. Gespannt. Fünf, fünf, fünf. Ja, eine Quest von 1. Also so richtig hell. Oh, warte, warte. Bitte. Ja, eine Quest von 1. Okay, ich dachte gerade. Gut. Mhm. Du weißt? Hast du gesagt, du weißt? Ja, ich weiß Dinge. Ein QS1, ja. Ach so. Also du bist jetzt nicht wirklich intim mit der Ganoven-Szene in Neta. Nee, ich dachte eher an Adlige. Ach so. An einflussreichen Leuten. Ja, da fallen dir schon ein paar ein, die tatsächlich blond sind. Viele, aber also viele lassen sich die Haare auch gern ein bisschen heller bleichen. Das gilt als schick in Neta zurzeit. Das ist also gar nicht so ungewöhnlich. Mist. Na gut. Okay, dann kannst du uns eventuell einfach sagen, wo du den Dolch hinbringen solltest, nachdem du ihn geklaut hast? Ja, klar. Den sollte ich hier zur Füchsin bringen. Das ist so eine Taverne unten in Chabba Beata. Dein Auftraggeber, hat er vielleicht irgendwelche Erkennungsmerkmale, Hautbilder? Nee, weiß ich nicht. Der meinte, ich soll das da hinbringen und dann werde ich schon bezahlt. Wie alt ist der eigentlich? Ach, der wird ein bisschen älter als euer Gnaden wird er wohl sein. Vielleicht auch ein bisschen mehr als ein bisschen. Also könnte er mein Vater sein? Oder? Ja, 30, 40, keine Ahnung. Ich fürchte, dass diese Frau uns nicht großartig weiterbringen wird. So groß, hell dunkle Haare. Wir sollten die... Gelehrte Dame, bitte ihr zuerst. Wir sollten diese Person der hiesigen, den hiesigen Stadtwachen überall. Ich wollte den ja auch gar nicht stehlen. Ich meine, ihr habt ja auch hier eine Geweihte dabei und eigentlich... Den Zwölfen steht man ja nichts und auch ihren Kindern nicht. Aber ich habe halt Angst vor dem Kerl. Der war echt fies. Der macht einen richtig fiesen Eindruck. Es ist nicht wichtig, welche Intention dahinter steht oder was ihr denkt, sondern was ihr tut. Und was ihr getan habt, ist ein versuchter Diebstahl. Und das sollte auf jeden Fall. Der hatte so ein rotes Pferd hatte der auf der Schulter. Ach, plötzlich könnt ihr euch daran erinnern. Ja, ja, das ist mir jetzt doch eingefallen. Elysia, welche Strafe soll sie erhalten, diese Diebin? Es ist nicht meine Gerichtsbarkeit, hier das zu entscheiden. Es gibt ein örtliches Gericht, das dafür zuständig ist. Allerdings denke ich, es ist vielleicht übervoreilt, sie direkt abzugeben. Solche Füchse lockt man am besten mit ihresgleichen aus ihrem Bau. Vielleicht können wir sie als Lockvogel gebrauchen. Nee, ich will da nie wieder hin zurück. Verbannung aus Neta. Schweigt jetzt. Was habt ihr vor, diese Person an einen Flock zu befestigen und warten, bis jemand kommt, Elysia? Das wäre sicher nicht meine erste Wahl, aber bestimmt effektiv. Nein, ich dachte daran, dass wir diesen Ort einmal aufsuchen könnten, zum Beispiel. Vielleicht kennt sie jemand und sie wird angesprochen und dann erwischen wir gleich ein paar mehr von der Sorte.
Tatsächlich werdet ihr in diesem Moment angesprochen, denn zwei Wachen haben sich an euch herangetraut. Es ist ja schon ein bisschen auffällig, wie ihr da steht mit einer an den Händen gefesselten Person, eine Abesgeweihte, eine Drakoniterin und zwei doch recht eindrucksvolle Gestalten, möchte man sagen. Entschuldigung, was ist denn, was geht denn hier vor? Fragt der Mann. Fragt er das auf Zyklopäisch? Nein, er fragt das auf Gariti. Dann antworte ich ihm auf Zyklopäisch, auch wenn ich das nicht gut kann, nur mit 1. Seid gegrüßt bei den Zwölfen. Dann wechsle ich wieder ins Gariti. Er kratzt sich am Kopf. Das kannst du nicht interpretieren. Verzeiht für das ganze Aufsehen, was wir hier veranstaltet haben, aber unsere Reisegruppe hier wäre fast, sagen wir, wir wären fast bestohlen worden, mussten etwas regeln. Siehst du, Letas? Flüstert die Frau dann von der Seite. Hab doch gesagt, dass da was passiert ist. Nun, das ist ja, aber ihr konntet das Problem wohl schon lösen? Hier ist alles unter Kontrolle. In Ordnung. Nur unter uns, ihr seht aus, als wüsstet ihr euch durchaus eure Haut zu erwehren. Romaldo, trägst du eigentlich trägst du ein Wappen an deiner Kleidung? ja, ich denke schon. Es gab jetzt keinen Grund, das zu verbergen. Dann darauf werden sie natürlich auch reagieren und du wirst dann eben auch als Senior angeredet und du bist auf jeden Fall der Wortführer der Gruppe offensichtlich. Senior, sollen wir uns denn um dieses Problem für euch kümmern oder sollen wir es wegschaffen? Meint er dieses es wegschaffen somit? Sie verschwinden das für immer oder sie nur einkerkern. Betonstiefel. Also ich will jetzt den Zyklopen jetzt nichts unterstellen, aber sind die Zyklopen menschlich? Ich kenne deren Bräuche weniger gut als die Gebräuche von Neta. Es kam jetzt etwas seltsam vor, wie es Wenn du möchtest, darfst du eine Probe auf Rechtskunde machen. Oh Gott. Rechtskunde. Nein. Nein, eindeutig nein. Okay, ja, dann darfst du, also es interessiert dich dann halt tatsächlich, ob sie dir jetzt einfach direkt, weiß nicht, den Hai zum Fraß verwerfen oder so. Nein. Senior, wir würden sie einsperren. Ach so, aha. Dann sehe ich jetzt dich, Elysia, mal an, ob das überhaupt eine Option ist, weil das ist ja eigentlich eher sozusagen deine Gefangene. Nun, wenn wir eine andere Spur haben, ist das wahrscheinlich am besten. Wobei sie schon einmal ausgebrochen ist. Möglicherweise sollten wir sie persönlich bewachen, bevor wir sie wirklich hinter Schloss und Riegel wissen. Sabetta sieht wirklich angsterfüllt aus, übrigens. Ich blicke euch anderen beide nochmal an. Eure Meinung ist mir in der Hinsicht, glaube ich, auch sehr wichtig, weil es kommt ja jetzt darauf an, was wir machen. Ich vertraue da absolut der Einschätzung von Elysia. Das ist ihr Fachgebiet, nicht meines. Dementsprechend vertraue ich einfach ihrer Aussage. Ich würde gerne mal auf Menschenkenntnis würfeln, um herauszufinden, ob die vorhaben, sie verschwinden zu lassen. Mach's ruhig. Ja, er sagte es wirklich mit so, also es klang schon sehr verdächtig. Es verschwinden zu lassen, was ist so, okay. Ein QS, Mann. Naja, immerhin. okay. sie machen nicht den Eindruck, als ob sie sie jetzt direkt meucheln würden oder so. Tatsächlich machen sie einfach, also sie sind einfach nur so ein bisschen zuvorkommend. Ich meine, hier ist ein offensichtlicher Adliger von außerhalb der Zyklopeninseln, der hier rumläuft. Und der behauptet, dass hier jemand ist, der ihn bestehlen wollte. Das ist schon ernst zu nehmen. Also das sollte man jetzt nicht einfach so mit dem Handwedeln abtun. Ich würde auch gerne mal Menschenkenntnis würfeln, und zwar in Bezug auf unsere Diebin, ob das bei der echt ist, auch ihre Kooperationsbereitschaft, beziehungsweise ihre Angst vor dem Gefängnis.
Darfst du gern würfeln. Zwei QS. Ah, sehr gut. Also, ihr habt Sabetta auf jeden Fall ordentlich eingeschüchtert. Ich meine, ihr habt zwei Muskelmenschen dabei, möchte man sagen, die so nett mit dir umspringen. Und ich glaube, kooperationsbereiter als sie jetzt ist, kriegt ihr sie auf gar keinen Fall mehr. Ihr habt aber auch, also du hast den Eindruck, dass sie wahrscheinlich lieber im Gefängnis sitzen würde, als weiter mit euch durch die Gegend geschleift zu werden. Okay. Das ist ein guter Hinweis. Ich möchte auch nicht verschweigen, dass ich die schlechte Eigenschaft Rachsucht besitze. Und ich glaube fast, aus exakt diesem Grund habe ich es mir anders überlegt. Wir sollten sie mitschleifen. Ich kette sie an mich. Ich vertraue unserer Rechtsfahrerin und ihrer Einschätzung und werde keine niederen Beweggründe. Welche niederen Gründe? Ich doch nicht. Ich bin durchaus überrascht von deinem plötzlichen Sinneswandel, sage aber dann den Wächtern, den zyklopäischen Wächtern, hört zu, es ist so, die Rechtswacherin hier sucht diese Diebin schon seit einer Weile. Wir werden uns um sie kümmern, aber hab vielen Dank für das Angebot. Vielleicht müssen wir darauf nochmal zurückkommen, aber fürs Erste nehmen wir sie mit, denn wir müssen sie noch bei einigen Sachen befragen. Aber bei Effort, bei Prios und Ronta und ihren Geschwistern, hab vielen Dank, dass ihr das für uns tun wollt. Wo können wir denn die Garnison dieses kleinen Ortes denn finden? Nun, Senior, wenn ihr sie befragen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch jederzeit bei uns tun. Die Garnison ist da hinten, einfach da hinten links, das letzte Gebäude vor dem Stadtrand. Dankt euch. Wir kommen, wie gesagt, vielleicht auf euer Angebot noch zurück. Doch vorerst hat die Rechtswahrerin beschlossen, dass wir sie erst mitnehmen müssen. Nun gut. Was führt euch denn nach Kutaki, wenn ich fragen darf, Senior? Wenn ich mich kurz einhaken dürfte. Ihr seid doch sicherlich in der Stadt äußerst gut bewandert, wo wer lebt, richtig? Nun ja, möglicherweise. Oh, wunderbar. Dann könntet ihr uns ja eventuell weiterhelfen in dem, was wir ursprünglich hier vorhatten. Also, wo würde denn Magister Kaliomater Dori Kaikos von Sorabis leben? Ach, die Gildenmagierin, die Lehrmeisterin Kaliomater. Genau. Die lebt gar nicht hier, die lebt nicht, zumindest nicht in der Stadt. Die hat ein Anwesen, das ist ungefähr so eine Stunde rauf in die Weinberge, dann findet ihr das. Ist eigentlich nicht zu verfehlen. Oh, wunderbar. Das klingt doch nach einem machbaren Weg. Welche Richtung ungefähr? Da oben, nach Nordosten. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich verstehe. Vielen Über Dank. Über diesen Kamm und dann, ja, insgesamt ungefähr eine Stunde braucht ihr dahin, denke ich. Das klingt doch machbar. Gut. Das wäre auch schon unser eigentliches und ursprüngliches Anliegen. Damit hätte sich meine Frage beantwortet und eure. Ja, wir sollten vielleicht ein Schild aufstellen. Ja, es kommen viele, die Kaliomathea suchen. Oh, ist sie so berühmt, berüchtigt? Ich meine, ich habe auch schon von ihrem Namen gehört, aber ich bin auch, naja, sagen wir, in dem Klientel unterwegs. Ich streiche es über meinen Stab. Ja, sie ist halt auf jeden Fall die fähigste Magierin, die wir wahrscheinlich im ganzen Archipel haben, nicht wahr? Es kommt immer mal wieder jemand, der ihnen Rat sucht. Und ihre alte Lehrmeisterin, die ist ja irgendwann plötzlich verschwunden. Die war ja auch wohl ein recht hohes Tier. Verschwunden? Ich lehne mich ein bisschen nach vorne. Wobei denn? Ah, die hat, wie heißt denn das? Weißt du noch, wie das heißt? Die hat so eine Prüfung gemacht. Ach, dafür ist die nach Kunchum, glaube ich. Nach Kunchum? Mhm. Das ist ja interessant. Basiliskum. Basiliskum-Prüfung ist es, glaube ich. Ja. Ja, und seitdem ist die halt irgendwie anscheinend mit Wichtigerem beschäftigt. Und jetzt hat Kaliomathea da, die hat so jetzt zu ihren
ihre Position übernommen, so ein bisschen. Sie ist mit Wichtigerem beschäftigt. Ich dachte, sie wäre auf einer Expedition eventuell tragisch verschwunden. Ah, naja. Ach, dann müsst ihr Kadiomatea mal fragen. Die kann euch da bestimmt mehr zu sagen. Oh, das werde ich. Ich habe es befürchtet. Eine letzte Frage noch, gute Wachen. Gab es jemanden in letzter Zeit, der diese Magierin aufgesucht hat? Also sagen wir vor ein paar Tagen? Oder nach ihr gefragt hat? Also mich nicht. Kidiope, bei dir? Nee, also mich auch nicht. Aber ich hatte auch frei. Ach so, ja gut, ich nicht, aber... Habt auf jeden Fall Dank für eure Auskunft. Ihr habt uns sehr weitergeholfen und wir versuchen euch möglichst die Last dieser Dieben zu ersparen, wenn es geht. Dann verneige ich mich kurz, um mal zu zeigen, dass ich mich zumindest von ihnen verabschiede und ich deute meinen Gefährten zu, dass wir uns tatsächlich auch vor den Wächtern so ein bisschen wegbewegen. Gut, die lassen euch dann halt auch in Ruhe. Gefährten, also... Erst einmal, Jolante war der Name, euer Name. Ja. Es tut mir leid, ich gestehe, dass ich euch zu Beginn der Schiffsreise verdächtigt habe, weil ihr so neugierig wart. Ich bin ein misstrauischer Mensch, was fremde Leute angeht, die sich in die Angelegenheiten vielleicht einmischen, die mich beauftragt haben. Aber ich entschuldige mich für diese Vermutung, denn ich habe ja gesehen, dass ihr diese Diebin quasi im Alleingang ja gefangen habt. Ohne eure Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Elysia und ich hatten einfach an diesem Tag wohl nicht Fextons Beistand. Dementsprechend, also das, was ich zu sagen habe, betrifft uns eigentlich alle. Ich befürchte, jetzt blicke ich die Diebin noch einmal sehr ernst an, scheint irgendetwas Schwerwiegenderes hinter dieser ganzen Sache zu stecken. Wenn sie, und ich deute noch einmal auf Sabetta, sagt, dass sie mit irgendjemandem im Bunde steht, befürchte ich, dass wir noch weiteren Ärger bekommen könnten. Deswegen hatte ich auch die Wachen nach jemandem gefragt, der vielleicht die Magierin schon aufgesucht hatte. Ich will nur sicher gehen, dass wir nicht in eine Falle laufen oder ähnliches. Ich muss euch noch etwas sagen, was ich euch bisher nicht kundgetan habe. Ich wurde ja von dem Sekretär der Herrscherin von Chababien beauftragt. Ich weiß, dass eine, nun nennen wir es mal, eine andere Kriegerin, die ich kenne, beauftragt worden ist, den Dolch auch mitzunehmen, allerdings als Ablenkungsmanöver. Und ich glaube, also wir haben tatsächlich einen echten Dolch, da habe ich keinen Zweifel daran. Aber anscheinend steckt viel mehr dahinter, als ich sogar vermutet habe. Denn wenn schon ein Ablenkungsmanöver stattfindet und wir dennoch irgendjemanden haben, der uns auf den Spuren ist, steckt mehr hinter der Sache. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Und da sie, steuert noch einmal auf Sabetta, anscheinend damit drinsteckt, bin ich ganz schwer dafür, dass wir sie so eng bei uns behalten, wie es nur geht. Und wir sollten nicht jedem trauen, dem wir hier begegnen. Ich habe da ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Erst dachte ich, dass vielleicht auch die Wachen etwas damit zu tun haben. Das glaube ich nun nicht mehr. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Nun, allzu wichtig scheint die Klinge für denjenigen, der dahinterher ist, nicht zu sein. Ansonsten hätte er vielleicht, ich schaue zu Sabata, besseres Personal organisiert. Sie guckt verletzt und ihrerseits geringschätzig zurück. Aber sie sagt nichts. Schau mich nicht so an. Zweimal versucht und zweimal gescheitert ist eine Tatsache. Naja, Sabetta übrigens, es wird kein drittes Mal geben, verstanden? Du kannst dich eigentlich gnädig schätzen, wie wir dich behandelt haben. Wenn du uns noch einmal Schwierigkeiten machst, versuchst wegzulaufen, den Dolch zu stehlen, wird keiner von uns so gnädig sein, wie wir es eben noch waren. Und auch wenn du es nicht geschafft hast, es wird dich nicht von deiner Strafe beschützen. Das, was Elysia mit dir vorhat, das ist in der Hand von Praios und den Gesetzen, den Richtern. Aber wenn du hier noch einmal Ärger machen solltest, dann kriegst du es mit uns allen zu tun. Glaube mir, das willst du nicht. Sie zieht ein Schippchen und guckt trotzig, aber antwortet nicht. Gut, gelehrte Dame,
Lysandra, ich glaube, ihr solltet entscheiden, was wir vielleicht weiterhin tun. Und ich würde dazu raten, dass wir Yolante mitnehmen. Ich glaube, Aves und sein Vater Fex sind stark auf ihrer Seite. Und das Glück können wir gebrauchen. Also zumindest Elysia und ich können es gebrauchen. Aves hat ja sowieso ohnehin seine Wege, die Geweihten auf Aufträge zu schicken. Und rein der Zufall hat uns zusammengeführt. Das glaube ich nicht wirklich. Also ich denke, dass Aves euch zu uns geschickt hat, Yolante. Und so ihr denn wollt, könnt ihr gerne mitkommen. Ich glaube, ihr seid ein ebenso neugierig auf diese Welt wie ich. Es war ja nicht nur der Ruf des Zugvogels, sondern tatsächlich habe ich ja mit Frau Vaskani gesprochen und sie bat mich, euch zu begleiten und ein Auge auf euch zu haben. Und ich denke, das tat sie aus gutem Grund, wie wir gesehen haben. Ich danke euch auf jeden Fall, Romualdo, für eure Ehrlichkeit, dass ihr mir nicht vertraut habt. Und wenn noch irgendwelche Zweifel diesbezüglich bestehen sollten, dann sprecht sie aus, damit wir sie ausräumen können. Und ja, ich würde euch wirklich gerne begleiten, denn auch ich habe den Eindruck gewonnen, dass hier möglicherweise Kräfte am Werke sind, dass wer immer den Dolch da an sich bringen will, wahrscheinlich nichts Gutes damit vorhat, wenn er auf diese Weise vorgeht, wie er es bisher getan hat. Und ich denke, ihr könnt meine Hilfe brauchen, ja. Und wir alle den Segen meines Herrn. Dann seid uns willkommen, euer Gnaden. Lasst uns auf zu Kaliomatea. Ihr macht euch dann auf den... Bitte? Bitte du zuerst. Ihr macht euch dann auf den Weg aus dem kleinen Örtchen Arryos raus in die Weinberge und betrachtet euch die wunderschöne Landschaft. Es ist warm, die Blumen blühen, nein, Bäume summen nicht, Bienen summen. Und währenddessen muss ich ein ganz fürchterliches Eingeständnis machen. Ich bin, was Chat lesen und Stream moderieren und sowas angeht, absolut nicht multitaskingfähig. Aber ich habe das Gefühl, unsere Inge möchte uns unbedingt Dinge mitteilen. Ach du, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir fast die 60.000 haben. Aber das war einfach nur so, ihr wart gerade so drauf, ich wollte euch gar nicht stören. Es war so schön. Spielt euch weiter. Ich fühl mich ungewollt in den Vordergrund gedrängt. Das macht nichts. Die vier sind ja jetzt eh erst mal eine Stunde unterwegs, deswegen kannst du ja. Ach so. Echtzeit. Also ich wollte auf jeden Fall nur danke für die Abos sagen und wie gesagt, wir haben Torwall hinter uns gelassen und 399 Unterstützer und 59.380 Euronen. Das ist voll crazy. Das ist wirklich voll crazy. Ja, so hätte ich es auch gedacht. Ich glaube, die Leute wollen nach dem langen Winter nun ein bisschen Sonne genießen und hier haben sie das Ventil dafür. Auch wenn die Bäume summen. Manchmal es gab noch die, wenn ich das noch unterbringen darf. Feenwälder. Um meiner Schuldigkeit Genüge zu tun. Möchte ich noch erwähnen, dass man sich irgendwo brennende Scheunen wünscht. Aber das ist, glaube ich. Ich glaube, das werden wir einfach nicht mehr los. Aber warte, ich hab's hiermit gesagt. Faxius. Ja. Und jetzt ziehe ich mich wieder zurück in mein Feenhain oder so. Tschüss. Und die Bäume summen. Die Bäume summen. Mein schmeckt dieses Jahr aber verdächtig. Ist sehr verbrannt, oder? Okay, dann wären wir auf dem Weg durch diese beeindruckende Landschaft ist, die so ganz anders ist als die auf dem Festland, bin ich trotzdem mal sehr vorsichtig, nicht, dass wir verfolgt werden, und blicke mich ab und an, so im Takt von etwa 10 Minuten, würde ich sagen, immer mal wieder um und lasse meinen Blick so auch nach hinten schweifen, nicht, dass wirklich jemand sich heranschleicht, wie es ja schon einmal jetzt der Fall war. Und verhalte mich aber dann erst einmal zurückhaltend und überlasse den anderen die Führung. Weil den Weg zu der Markerin kenne ich nicht wirklich gut. Ich kenne ja auch nur die Schilderungen von den Wächtern. Tatsächlich führt der Weg einfach schnurstracks geradeaus in die Weinberge hinein. Ab und zu zweigen links und rechts bei Pfade ab, aber das ist relativ klar zu erkennen, dass das nicht der richtige Weg ist. Entschuldigung. Die enden halt dann irgendwo in den Weinbergen. Mach mal eine Probe auf Sinnesschärfe, lieber Alex. Erschwert um 2.
Zwei? Ja. Okay. Ja, das Summen der Bäume lenkt die so das ab. Summen der Bäume. Ist wirklich ein Summen von einem Baum? Das würde mich wirklich bestraucht machen. Nein, es ist mir gelungen mit einer Qualität von 1. Okay. Du hast nicht das Gefühl, dass euch irgendjemand verfolgt. Ihr begebt euch halt immer weiter höher die Hügel. Ihr könnt bis zum Meer runtersehen. Da schippern so ein paar Fischernachen. Das ist alles sehr idyllisch hier. Irgendwann kommt euch ein Weinbauer entgegen. Zumindest würdest du schätzen, er ist Weinbauer, denn er sieht irgendwie aus wie ein landwirtschaftlicher Arbeiter und er kommt aus den Weinbergen. Und tippt sich so an den Hut, während er an euch vorbeigeht. Sagt aber nichts. Guckt relativ interessiert, dass ihr da eine Frau mit gefesselten Händen mit euch mitzerrt, aber okay. Sabetta ist die ganze Zeit über handzahm, versucht im gleichen Schritt wie ihre Aufpasserin zu laufen und ja, schweigt. Ich würde mit Sabetta reden wollen und zwar werde ich versuchen, sie doch von ihren allzu fexischen Wegen abzubringen und sie doch vielleicht nochmal für das rechtschaffene Handeln zu begeistern. Und wir sagen, es ist nicht zu spät, sie kann jederzeit ihr Leben ändern und ja, also. Und dann wenn du möchtest, dass sie das ernsthaft versucht und dann sich nicht mehr von solchen Leuten wie diesem schrecklichen Auftraggeber abhängig machen, sondern ja. Vielleicht denkt sie mal über einen Neuanfang nach, einen echten Neuanfang. Du könntest versuchen, sie davon zu überzeugen, dass Fex ja eine dunkle und eine helle Seite hat. Ja, ja. Sie kann ja weiterhin Fex folgen, nur soll sie sich auf die Seite der Händler stellen. Richtig. Mach ruhig mal eine Probe auf Bekehren und Überzeugen. Ich bin so gespannt. Erschwert um 1. Um 1 erschwert. Dann klappt das nur sehr knapp, also nur mit einer QS. Mhm. Sie hört deine Argumente. Zunächst mal, also erst ist sie sehr wortkarg. Irgendwann merkst du, dass das daran liegt, dass Romualdo ja nicht seine Erlaubnis gegeben hat, dass sie sprechen darf. sie blickt dann immer so ein bisschen in seine Richtung und manchmal antwortet sie mit kurzen Sätzen, wenn sie meint, dass er es nicht mitkriegt. Und du kriegst damit raus, also du kriegst das hier quasi heraus, dass sie das auch eigentlich gar nicht wollte, nicht auf diese schiefe Bahn geraten wollte, aber die Umstände haben sie einfach dazu gezwungen und sie wusste nicht mehr, wie sie sich sonst helfen soll. Also sie kann mir gerne ihre Lebensgeschichte erzählen, ne? Wir haben eine Stunde Zeit. Ja, Johannes, bitte jetzt eine Stunde. Die so, es ja. Während sie das macht, eine Sache würde ich gerne noch tun, und zwar würde ich mich zu Lysandra begeben. Und zwar so, dass wir vielleicht ein paar Schritte auch vorgehen vor den anderen, sodass man auch das nicht immer so perfekt mitbekommt, was ich zu ihr sage. Gelehrte Dame, ich hätte einen Vorschlag. Ja, diese Sache mit dem Überfall mag auf den ersten Blick jetzt noch nicht so tragisch sein, aber was hätten wir getan? Das ist mir eingefallen. Wäre noch ein zweiter Dieb da gewesen, hätte euch überfallen. Ja, ihr könnt euch sicherlich auch wehren, aber es ist meine Aufgabe, ja, euch und den Deutschen zu beschützen. Und dieses Gerede über Fex gab mir zu denken, vielleicht sollten wir auf eine Art Kriegslist zurückgreifen. Ein Täuschungsmanöver. Vielleicht solltet ihr den Dolch jemand anderem geben. Und zwar so, dass es Sabetta und auch kein anderer direkt bemerkt. Wollt ihr also Anspielungen machen, dass ich euch Dinge durchgeben soll? Nein, nicht ich muss es sein, aber ihr könntet Elysia den Deutsch geben oder auch Yolande. Ich denke, da ihr euch diese List erdacht habt und damit sie besonders überzeugend funktioniert, solltet ihr dann den Deutsch an euch nehmen. Vielleicht in einer Pause. Da drüben erscheint es mir ganz gut. Wir laufen ja sowieso schon eine halbe Stunde. Ein bisschen trinken wäre gut. Dann könnte ich in den Rucksack greifen, ohne dass es irgendjemandem auffällt. Dann machen wir das so. Ich habe selbst auch einen Krummdolch dabei. Nehmt ihn statt des Dolches, den wir transportieren. Dann ist die List vielleicht sogar noch überzeugender. Ich nicke. Ich vertraue dem Krieger. Schließlich folgt er einem Ehrenkodex.
und drehe mich zu den anderen nur mit einer etwas lauteren Stimme um. Wir könnten da drüben ein bisschen Rast machen. Wir haben ja ein humpendes Anhängsel, das sicherlich auch irgendwann mal Durst bekommt. Sabetta nickt. Ihr macht also eine kurze Rast auf einer ziemlich vorteilhaft umgestürzten Zeder. Da könnt ihr euch alle hinsetzen, könnt euch so ein bisschen die Beine baumeln lassen. Und erstmal glaubt ihr euren Ohren nicht. Da hinten, da ist tatsächlich ein Baum, aus dem es summt. Es ist völlig unglaublich. Okay, es ist einfach nur der Baumstumpf dieser Zeder, die umgestürzt ist, und darin haben Wildbienen einen Stock gebaut. Oh, wir sollten sie nicht stören. Ich hole mein Notizbuch und mache eine Skizze von dem Bienenstock, weil ich das interessant finde. Wunderschön. Und fange an, vor mich her zu skizzieren. Und während der Zeit kann ja Romaldo unseren kleinen Dolch trinken. Ja, gibt es eine gute Gelegenheit dafür, dass wir das mit der Pause machen können? Sabetta guckt sich tatsächlich ziemlich interessiert an, was die Drakoniterin da macht. Die hatte wohl noch nicht so viel mit gelehrtem Volk zu tun und lässt auch so ein bisschen so ein abfälliges Tss von sich, als ob sie nicht glauben könnte, womit Leute ihre Zeit verschwenden. Kann ich denn eins und eins zusammenzählen und auch, obwohl ich die Worte nicht genau verstanden habe, so ein bisschen verstehen, dass da irgendwas abgeht und Sabetta so ein bisschen wegtreiben? Ach so, mach eine Probe für Intuition. Dann ja. Also der Dolchtrick funktioniert problemlos, ohne dass Sabetta was mitbekommt. Sieh mal, Sabetta, Bienen. Ist das nicht faszinierend? Die summen so schön. Ich werde sie wahrscheinlich unfreiwillig oder ohne das zu beabsichtigen auch einfach ablenken, damit, dass ich mir irgendwann mal ihren humpelnden Fuß angucke und versuche mit Heiko eine Wunde vielleicht zu schauen, ob der irgendwie wirklich, also ob der, ich nehme an, gebrochen ist er nicht, sonst könnte sie auch nicht humpeln wahrscheinlich, aber den vielleicht irgendwie ein bisschen zu richten. Ich bin darin nicht besonders gut, aber ich bin immer hilfsbereit. Dann mach mal eine Probe darauf. Ich kann es nicht gut, aber ich mache es gerne. Ja, ich muss ja üben, ne? Es klappt auch. Ich weiß nicht, ob ich mich an ihrer Stelle so wohl damit fühlen würde, so von wegen, darf ich an dir üben? Ich halte mich schon mal bereit, falls ein Patzer rauskommt und ich sie dann verarzten muss oder so. Ich meine, ich kann es auch nicht, aber... Tut's da nicht auch, ich spüre es nicht mehr ab. Nein, es klappt ganz gut, aber dank meines nicht so hohen Fertigkeitswerts bringe ich es halt auch nur auf eine QS. Das ist okay. Also damit kriegst du auf jeden Fall raus, dass nichts gebrochen ist. Das war auch vorher schon klar. Und wahrscheinlich ist es nur ein bisschen verstaucht, vielleicht irgendwie so ein Band gedehnt. Also es scheint auch nichts gerissen. Du weißt, dass man das am besten kühl halten soll. Das ist halt jetzt irgendwie schwierig. Du könntest irgendwie einen Lappen nass machen. Ja, das würde ich im Zweifel machen. Und ihr dann sagen, gute Nachrichten, es ist alles soweit, sieht alles soweit gut aus, das wird schnell heilen. Danke, euer Gnaden. Nach der kurzen Rast könnt ihr euch wieder auf den Weg machen. Es ist mittlerweile auch Nachmittag, also es geht schon so Richtung, oh Gott, jetzt muss ich kurz durchrechnen. Das Ende der zweiten Travia-Stunde ist gekommen. Also es ist so ungefähr 4 Uhr Nachmittag. Ihr wandert immer noch durch die Berge, durch die Weinberge. Linker Hand seht ihr ein relativ, Gebirge wird man es nicht nennen, aber für zyklopäische Verhältnisse kommt es dem wohl am nächsten. Das ist schon so ein relativ präsenter, dunkelgrauer Berg. Unten bewaldet, oben nicht so sehr. Und der ein oder andere von euch, zumindest Jolante, weiß, dass das der Grund ist, warum Kutaki auch Insel des Feuers genannt wird. Denn das ist der Amran Kutaki, ein aktiver Vulkan. Davon seid ihr aber noch weit entfernt. Frage, sind die Trauben reif, die Weintrauben der Weinstöcke zwischen den Gelangen? Nein, es ist Frühling. Also, okay. Mir leid.
Ist ja auch erst Ende Pirainen. Genau. Nach gar nicht allzu langer Zeit seht ihr dann so am hinter einem Hügelkamm auftauchend ein Landhaus. Das ist ganz schnuckelig eigentlich, relativ breit gebaut. Es hat ein schmales zweites Obergeschoss, das so ein kleines Türmchen bildet. Eine ausladende Veranda und ihr seht, dass da tatsächlich jemand dabei ist, diese Veranda zu fegen, als ihr näher kommt. Das Haus hat auch so diesen typischen zyklopäischen Stil. Es hat ein paar kleine Säulen, es hat ein paar Ornamente, es ist generell weiß getüncht und hat diese netten roten Dachziegel. Allerdings sind die nicht ganz so sauber, so ein bisschen dunkel verschmiert, viele von denen. Naja. Aber das scheint das Haus zu sein, zu dem ihr geschickt wurdet. Ist von der Zeit, die wir jetzt unterwegs sind, müsste es auch richtig sein. Ja, das passt. Mit der Pause sind etwa so eine Stunde und 20 Minuten vergangen. Dann sehe ich mal erwartungsvoll meine anderen Gefährtinnen an und nicke dann so, dass ich bedeutliche, das wird wohl der richtige Ort sein. Lass uns hingehen. Die Person, die da fegt, sieht euch natürlich schon von Weitem. Ihr seht, das ist eine, ja, eine junge Frau, vielleicht so, ja, noch wahrscheinlich noch keine 20 Jahre alt, mit einem braunen Lockenkopf. Und sie winkt euch, als sie ankommt. Ha, willkommen! Ihr möchtet zur Meisterin, nehme ich an? Der allweisen Schlange zum Gruße. Ja, wir würden gerne mit Magistra Kaliomathea sprechen. Na klar, ich bin Saba. Ich sag der Meisterin schnell Bescheid. Einen Augenblick. Sollen wir hier war unten weg? Gut. Genau. Sie hat den Besen stehen gelassen, ist rein, kommt nach kurzer Zeit auch wieder. Ja, die Meisterin empfängt euch, bitte folgt mir. Und führt euch dann ins Haus hinein. Während wir reingehen, blicke ich Sabetta noch einmal sehr finster und meine, du schweigst, es sei denn, du wirst angesprochen. Verstanden? Sie nickt finster. Romaldo, du scheinst es verstanden zu haben. Romaldo, sollen wir sie wirklich mit reinnehmen, damit sie die Informationen erhält, die wir hier von Kaliomathea erhoffen? Jetzt blicke ich zu Elysia, die wird das besser wissen, was vielleicht zu tun ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie die Hälfte davon verstehen wird. An einen Baum binden. Ist schon gut. Ich werde sie draußen bewachen. Ihr klärt mich dann später irgendwann auf. Gut, dann machen wir das so. Okay. Zaba führt euch ins Haus hinein. Das Ganze ist tatsächlich ein recht stattliches Anwesen. Also es sind große, offene Räume, durch die ihr geführt würdet, mit einem hellbraunen Holzfußboden, die Möbel aus dem gleichen Holz. Es ist sehr aufgeräumt, sehr sauber. Sie führt euch zuerst durch eine große, ja, es ist eine Wohnstube, würde ich sagen. Da steht ein großer Tisch mit mehreren Stühlen. Ihr seht eine offene Küche um die Ecke. Da werdet ihr aber nicht hingeführt, sondern durch eine Tür, die auf der anderen Seite wieder aus dem Gebäude rausführt, auf eine große Terrasse, die einen wundervollen Blick über das Meer und über die umliegenden Weinberge bietet. Und auf einem, ja, auf fast schon so einer Art Loggia liegt da eine Frau, die wird so Mitte 30 sein, hat gelocktes schwarzes Haar, trägt eine weiße Toga und blickt euch entgegen. Ah, willkommen, Besucher. Nehmt doch Platz. Für euch sind drei Stühle aufgestellt. Nein, eigentlich sind sogar fünf Stühle aufgestellt, aber ihr, jetzt kommen ja nur drei von euch rein. Nehmt Platz. Was führt euch zu mir? Saba, du... Ah, ja, ja, ich weiß Bescheid. Das Mädchen huscht wieder rein. Und das dauert auch nur so eine Minute. Ach so, das passiert ja gleich. Ich grüße euch, Magistra Kaliomathea. Ach, lass das Magistra weg, so förmlich müssen wir hier nicht sein. Aber wenn ihr wünscht, Präkantor, ich meine Kaliomathea. Ich streiche meine
Robe etwas glatter vom Staub ab der kleinen Reise. Wir sind auf Anbitten aus Neta hergekommen mit einem magischen Gegenstand, einem Dolch, der klare Anzeichen von Magica Sverologia bei einer magischen Analyse hervorgebracht hat. Und wir haben uns erhofft, dass ihr eventuell mehr darüber herausfinden könnt, weil selbst die fähigsten Köpfe in Neta konnten sich daraus keinen Reim machen. Und deswegen wurden wir mit dem Dolch hierher geschickt. Dann hat euch wahrscheinlich meine Freundin Adaloe auf mich aufmerksam gemacht. Ja, von ihr kommen wir. Adaloe Vascani. Verstehe. Nun, vielleicht möchtet ihr aber zunächst einmal, perfekt, Saba, die anscheinend Schülerin, Kadio Matthias, kommt wieder raus, bringt eine große, tönerne Amphore mit sich, die mit Spiralmustern verziert ist, stellt jedem von euch auch einen Steingutbecher vor euch hin und gießt dann einen schweren roten Wein in jeden der Becher. Kann ich euch noch etwas bringen? Vielleicht ein paar eingelegte Oliven? Die sind ja ganz hervorragend. Ach, ich bringe einfach welche. Wir haben, glaube ich, auch noch etwas Brot und Schafskäse haben wir auch noch da. Ihr seid sicher hungrig, oder? Der Weg hier hoch ist ja schon nicht so ganz einfach zu bewältigen. Was ist mit euren Freunden vor der Tür? Wollen die vielleicht auch etwas? Ich bin mir sicher, dass sie eine Kleinigkeit zu essen und etwas zu trinken nicht abgeneigt wären. Und ihr seid sehr traviergefällig, so viel Essen aufzufahren. So lange war der Weg nun auch wieder nicht. Und ja, wir leiden hier keine Not und wir teilen gerne. Oh, ich nehme es gerne an. Ich übe mich in höflicher Zurückhaltung, aber sobald ich ein bisschen was von den kleinen Snacks gekostet also habe, werde ich mich zurückhalten müssen, nicht voll zuzugreifen. Also ihr bekommt auf jeden Fall alle so ein kleine Tellerchen mit geschnittenem Brot und so ein Wurzelbrot, so eine Art Ciabatta. Dazu ein bisschen Schafskäse, die Oliven, die sie angekündigt hat. Sie hat auch noch ein paar eingelegte Knoblauchzehen gefunden, die dabei liegen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das ist hier so Sitte. Und der Wein ist fürchterlich süß. Also jeder von euch, der jetzt irgendwie so einen edlen, einmal danischen Trockenen sich gewünscht hat, das ist was anderes hier. Also man muss ja höflich sein und ich glaube, dass die Zyklopäer tatsächlich sehr traviergefällig sind. Also praktisch, wenn sie Gastfreundschaft anbieten, dann sollte man sie auch immer annehmen. Und ich werde auch, wenn einige Sachen mir vielleicht nicht so zuträglich sind und sie mir nicht so schmecken, trotzdem mich sehr herzlich bedanken und auch immer freudig knicken, selbst wenn ich in so eine Knoblauchzehe beiße und ich das eigentlich gar nicht will. Außerdem, zweiter Grund, ich habe ja ein bisschen Schulden angehäuft durch meine Ausbildung. Und immer wenn ich die Chance habe, umsonst etwas essen zu können, dann schlage ich auch zu. Ganz klar. Perfekt. Da kommst du auf jeden Fall auf deine Kosten. Nach kurzer Zeit kommt auch Saba nochmal nach vorne raus und kommt dann zu Elysia und Sabetta und bringt euch das Gleiche. Also jeweils einen Becher Wein, die am Vorrat sind diesmal nicht dabei, und Tellerchen mit was zu essen. Hier, bitte sehr. Sicher habt ihr auch Hunger nach dem langen Weg. Habt Dank. Ich werde diese Snack-Gelegenheiten nutzen, um Sabetta noch mal ein bisschen davon zu erzählen, was ich mit ihr im kababischen Hinterland gemacht hätte, wo die Gerichtsbarkeit nicht durch ordentliche Gerichte geregelt wird, um sie auf den Pfad der Resozialisation zurückzuführen. Selbstverständlich. Das macht man am tiefsten mit Angst. Außerdem hast du dann mehr Snacks, weil ihr dann der Hunger vergeht. Also irgendwann, Romolo ist ja nicht mehr da, deswegen hat sie keinen Grund, nicht zu antworten. Und irgendwann werden ihre Beteuerungen, dass sie euch von jetzt an in Ruhe lassen wird und lasst mich doch einfach laufen. Ich werd euch keinen Ärger mehr machen, versprochen. Ich werde auch nicht mehr nach Neta zurückgehen. Aber mach sowas nicht mit mir. Wie ich bereits sagte, hier gibt es ordentliche Gerichte. Das ist nicht ein Traum. So sollte es überall sein. Eines Tages bin ich ohne Profession und dann sind wir in einer guten Welt. Okay.
nachdem ihr euch ein wenig gestärkt habt, steht Kaliomathia auf. Ich bin sicher, auch ihr könnt euch an dieser wunderschönen Aussicht nicht satt sehen. Das höre ich immer wieder von meinen Besuchern. Aber ihr seid ja nicht deshalb hergekommen, sondern ihr wolltet mir etwas zeigen, nicht wahr? In der Tat. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr einen Blick darauf werfen würdet. Romaldo? Ich blicke dann auch erst kurz zu Lisandra, um sicherzugehen, ob ich es jetzt vorzeigen soll, als sie das dann sagt. Stehe ich auf und ziehe dann dort, wo normalerweise auch mein Dolch war, den Dolch, den wir transportiert haben, hervor und zeige ihn dann, während ich ihn auf meinen Händen bette, der Magierin. Ah, das ist interessant. Ah, für einen Dolch recht schwer, möchte ich sagen. Auch ein bisschen unpraktisch, aufwendig gearbeitet. Dieses Brandzeichen hier an der Fehlschärfe, habt ihr das schon begutachtet? Das muss der Schmied wohl hinterlassen haben. Das scheint mir eine zyklopäische Arbeit zu sein. Ah, und dieses Leuchten ist wohl der Grund, warum ihr ihn zu mir gebracht habt, ja? Hm. Da ist etwas in den Knauf eingearbeitet, eine Art Juwel. Leuchtet es regelmäßig oder? Ah nein, es scheint eher unregelmäßig aufzuleuchten. Das ist ja interessant. Und Adaloe hat sich also an einer magischen Analyse versucht, ja? Ja, da haben wir herausgefunden, dass es offensichtlich mit einem Spruch der Magica Sphärologia, also einer Sphärenmerkmal oder Aspekt verzaubert wurde. Nur was es genau macht, ist schwierig zu sagen. Das erklärt auf jeden Fall, warum sie euch zu mir geschickt hat. Nur ja, ich kann mir vorstellen, dass das Metall wahrscheinlich mit der magischen Analyse interagiert und es echt schwierig macht. Ich würde es trotzdem gerne auf einen Versuch ankommen lassen. Wenn es für euch in Ordnung ist, möchte ich den Dolch dazu in mein Laboratorium im Ohrenstock mitnehmen. Werte Freundin Lisandra, möchtet ihr mir dabei vielleicht zur Hand gehen? Mir scheint, als versteht ihr vielleicht auch etwas von Magie, nicht wahr? Ja, ich gehöre zum Arkanzweig des Ordens. Also ich werde mein Bestes tun, zu assistieren, wenn ihr mir erlaubt. Selbstverständlich. Ihr beide fühlt euch dennoch willkommen, als wärt ihr zu Hause. Meine Privatbibliothek steht euch offen, falls ihr vielleicht einige Recherchen anstellen möchtet oder euch weiterbilden möchtet. Und ansonsten wird sich bemühen, euch jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Sehr großzügig von euch. Nun, dann kommt. Wir ziehen uns nach oben zurück. Ich folge auf den Schritt. Sehr gut. Habt ihr irgendwas Bestimmtes vor, was ihr während der Analyse so machen wollt? Ja, also ich würde tatsächlich kein Buch in die Hand nehmen, was sich dort in der Bibliothek befindet. Ich könnte vielleicht sogar einige Sachen lesen, aber ich bin nicht der Bücherwurm. Ich würde tatsächlich einige der kleinen Leckereien, die dort noch vorhanden sind, tatsächlich auch essen und eigentlich nicht mehr viel übrig lassen, wenn sich das nicht anders ergibt. Und währenddessen allerdings tatsächlich zu einem der Fenster gehen, sodass ich auch einen Blick nach draußen haben kann. Und zwar auf die Seite, wo die Gefangene und Elise ja auch draußen sind. Einfach nur, um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist. Und falls... Du siehst, dass ich mittlerweile mit ihr Karten spiele. Das ist ja eigentlich zu denken. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht legst du ihr Indra-Karte und zeigst ihr auch, was für schreckliche Dinge mit ihr passieren. Insofern beunruhigt mich das jetzt nicht wirklich. Ich halte auch manchmal Ausschau nach Leuten, die vielleicht vorbeikommen könnten. Aber generell bin ich momentan nicht so misstrauisch. Ich glaube nicht, dass sich eigentlich hier jemand der Behausung der Magierin nähert. Das scheint mir ja recht sicher zu sein. Insofern, ich blicke nur aus dem Fenster und ab und an esse ich ein bisschen was. Irgendwann, also Zava bedient dich sehr gerne, sie behandelt dich äußerst zuvorkommend, schäkert auch immer so ein bisschen mit dir. Irgendwann tritt sie auch nochmal vor die Tür. Entschuldigt bitte, werte Damen, euch scheint die Langeweile ein wenig zu umtreiben, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich könnte ein wenig Hilfe bei der Vorbereitung des Abendessens gebrauchen.
Oh, jetzt werde ich zum Küchendienst abgestellt. Selbstverständlich. Kein Problem. Das kann ich auch so gut. Sabitha möchte auf jeden Fall auch helfen. Sie kriegt kein Messer. Das ist okay, dann stellt sie halt die Teller auf den Tisch. Aber sie macht tatsächlich keinen Ärger während der Zeit. Jolante, was hast du für Pläne? Ich würde tatsächlich die Bibliothek aufsuchen und dort mich über zyklopäische Schmiedearbeiten, beispielsweise wenn sie da irgendwas hat, was in die Richtung geht, oder das Wort Sphärenmagie ist gefallen. Ich verstehe davon jetzt nicht so richtig viel, aber im Zweifel würde ich auch da mal, wenn mir was auffällt. Ansonsten im schlimmstenfalls gucke ich mal, was sie so Lokales über die Gegend hat und informiere mich darüber, über die Insel hier noch weiter und so. Großartig. Ja. Dann darfst du dir aussuchen, ob du eine Probe machen möchtest auf Geschichtswissen, auf Sagen und Legenden, auf Magiekunde oder auf Metallbearbeitung. Okay, ich guck mal, was ich am besten kann, ne? Also Magiekunde fällt schon raus. Schade. Metallbearbeitung, jetzt sieht jetzt auch nicht gut aus. Also bei tatsächlich Sagen und Legenden würde ich dann nehmen, denn das ist auch der Wert, da habe ich wahrscheinlich einfach einen intuitiven Draht zu diesem Thema. Die 18 gefällt mir nicht. Währenddessen im oberen Stockwerk, Kaliomathea hatte ich in ihr Allerheiligstes geführt, Lisandra. Hier stehen auf jeden Fall noch viel mehr Bücher. Hier sind offenbar die wertvollsten Bücher und die sie am häufigsten benutzt. Sie zeigt dir natürlich ihre Abschrift der Zyklopädie Magica und einige andere wichtige Werke der Sphärenmagie. Also sie scheint auf jeden Fall einiges an Ahnung zu haben. Sie betet dir auch irgendwie etwas über die Ansichten und Theorien verschiedener Autoren runter. Am Anfang versuchst du zu folgen, merkst aber schnell, dass deine Expertise da relativ schnell an ihre Grenzen kommt. Ja, ich versuche ein ganz kleines bisschen mitzuschreiben, soweit ich kann, während sie mir etwas erklärt. Und äußerlich versuche ich gefasst, höflich und ruhig zu bleiben, aber innerlich kann man sich mir ungefähr so vorstellen. Weil ich total abnörde. So muss das. Und alles Wissen, was ich auch nur ansatzweise in die Klauen kriege, versuche aufzusaugen wie so ein Schwamm. Wie kann ich am besten euch bei der Examinatio helfen? Leitet mich an. Ich werde alles nach möglichen, meinen Fähigkeiten möglich machen. Ich muss gestehen, dass die Magica Claub Savantia ja auch nicht gerade mein Spezialgebiet ist. Das weiß Adalo ja aber auch. Dennoch, wenn sie der Meinung ist, dass es sich hier um ein sphärologisches Phänomen handelt, sollten wir auf jeden Fall einige Erkenntnisse gewinnen können. Wir sollten das Ritual aber sorgfältig vorbereiten, auf dass unsere Chancen besser stehen. Einige Stunden werden wir wohl dafür benötigen. Hier vielleicht das Werk könnt ihr, glaube ich, rauchen und das auch. Und hier könnten die Thesen drin. Genau, das ist jetzt erstmal zugeschmissen mit Risiko. Ja. In dem hier findet ihr im Kapitel 4 die richtige Aufstellung der Paraphernalia. Und es liegt schwer auf den Schultern, Lehrten. Ihr seid da erstmal eine Weile beschäftigt. Wo finde ich eure Kreide? Brauchen wir Kerzen? Ach, wie aufregend. Sie zeigt ja alles, was sie da hat. Jolante, was hast du für eine Probe gemacht und was hast du für ein Ergebnis? Also, ich habe es mit einer Qualitätsstufe geschafft. Was für eine Probe hast du genommen? Aufsagen und Legenden. Sagen und Legenden. Okay, du findest ein Buch, das sich tatsächlich mit den Zyklopen auseinandersetzt, allerdings eher so ein volkstümliches Buch. Also so, es ist nicht der Almanach des Volksglaubens, ganz so profan ist es dann doch nicht, aber weit davon entfernt auch nicht. Und du erfährst, dass die meisten zyklopischen Schmiedearbeiten, die so im Umlauf sind, stammen wohl von der Insel Putras. Die liegt ein bisschen westlich von hier. Elysia und Romualdo sehen, dass ihre Gefährtin da schwer mit Recherche beschäftigt ist. Treibt euch das dazu an, euch auch in die Bücher zu stürzen? Ja.
Ich würde vermutlich höchstens ein bisschen über die Bücherregale so drüber schauen, um, wenn ich irgendeinen Titel finde, der mich irgendwie ansprechen würde, dann würde ich das Buch mal herausziehen. Aber ich bin vermutlich nicht derjenige, der da jetzt nach magischen Dingen sucht, weil davon verstehe ich einfach nichts. Vermutlich eher vielleicht sowas wie Märchen von den Zyklopeninseln oder vielleicht auch, was gibt es hier für Ungeheuer? Sowas würde ich vielleicht tatsächlich mir anschauen. Würfel doch mal einen W20 und sag mir das Ergebnis. Es ist eine 16. Mhm. Einen Augenblick. Okay, du fährst mit dem Finger an dem Regal entlang, ziehst das erstbeste Buch raus, schlägst es auf und liest Aventurische Aborte. Ja, eigentlich hätte ich mir das denken können. Es ist eine Geschichte des Wasserklosetts in der aventurischen Gesellschaft. Das ist wunderschön. Da ich davon ausgehe, dass natürlich die Toilettensituation auf den Zyklopeninseln eine andere ist als auf dem Festland, bin ich zumindest gespannt, wie das hier so funktioniert. Denn näher beschäftigt habe ich mich damit natürlich nicht. Und deswegen, der Titel ist sehr inspirierend. Ich ziehe es heraus und blättere zumindest mal ein bisschen drauf. Großartig. Caro, du darfst tatsächlich noch zwei weitere Proben würfeln, während die magische Analyse dauert. Ich glaube, aus Romualdo ist nichts wirklich Sinnvolles rauszukriegen, was der beiträgt. Tut mir leid. Da stehen ja wenigstens Hinweise drin, wie man beim Toilettengang nicht überrascht wird von Angreifen oder sowas. Tatsächlich gibt es da ein Kapitel zu. Ne? Okay, das beginne ich zumindest zu lesen. Ja. Es beschreibt auch die schnellste Methode, sich danach zu säubern, um sofort wieder kampfbereit zu sein. Sehr gut, sehr gut. Also genau mein Spezialgebiet sozusagen. Es amüsiert mich und während ich das so ein bisschen herumblättere, scheine ich auch vor mich hinzulachen. Ich weiß nicht, ob die anderen das verstehen, weil sie den Titel vielleicht nicht gelesen haben, aber das ist mir dann relativ egal, beziehungsweise ich merke es vermutlich gar nicht, dass ich vor mich hinlache. Elysia ist ja mittlerweile ist ja schwer in der Küche beschäftigt, zusammen mit Sabetta. Und deswegen möchte ich jetzt mal eine Probe auf Lebensmittelbearbeitung von dir. Plane schon Schicksalspunkte ein. Töte, dann sehe ich das als Erfolg. Das muss man erst mal schaffen. Bei so einem Unfug krittet Sabetta tatsächlich. Ich glaub's ja nicht. Also sie erweist sich als besonders geschickt im Umgang mit Lebensmitteln. Ein Messer kriegt sie ja leider nicht in die Hand, sonst hättet ihr da das Dinner eures Lebens. Alles mit den Händen klein brechen. Und ich stehe daneben und helfe ihr exakt gar nicht. Ich kann nichts beitragen. Die kann einfach würzen wahrscheinlich. Also Saba ist auf jeden Fall schwer beeindruckt, was ihr beide doch für eine tolle Hilfe seid. Ja. Jolante, wie ist es bei dir gelaufen? Kann ich nochmal, also ich hatte jetzt nochmal gewürfelt auf Sagen und Legenden. Das hat wieder geklappt mit einer QS und dann würde ich eventuell, da bin ich jetzt mal noch was ganz Konkretes, und zwar hatte dieser Dolch eine Signatur des Schmieds. Ja. Dann habe ich mir die ja, da ich mir den Dolch auch sehr genau angeguckt habe, bestimmt eingeprägt. Dann würde ich jetzt tatsächlich versuchen, gezielt nochmal zu schauen, ob sie irgendwelche Bücher hat, wo ich sowas finden könnte, wo ich vielleicht rauskriege, wer die gemacht hat. Vielleicht den Namen eines Zyklopen, wenn der bekannter ist, wenn der ein bekannterer Schmied ist. Das ist dann eine Probe auf Sagen, nein, auf Metallbearbeitung, erleichtert um 1. Ich gebe mein Bestes. Ach Gott, schon so viel. Ja, das klappt. Eine Quiz? Ja. Okay. du erfährst nicht sofort, zu wem dieses Brandzeichen gehört. Du erfährst aber, dass es tatsächlich, also durch deine Probe auf Sagen und Legenden lernst du, dass Zyklopen keine Schrift verwenden. Sie haben eine Sprache, also es gibt das Zyklopische. Es gibt auch Menschen auf den Zyklopeninseln, die sprechen. Aber eine Schrift haben sie nicht. Das heißt, dieses Zeichen wird dann wohl irgendwie so ein, vermutlich eine Sigille gewesen sein, die aus reiner Eitelkeit auf die Werkstücke draufgeprägt wurde. Also eine direkte Bedeutung wird es nicht haben.
Den Rest der Zeit verbringst du damit, die Bibliothek zu durchsuchen nach einem Buch, das dir da weiterhelfen könnte. Du findest einige Verweise auf andere Bände, die damit vielleicht, wo vielleicht was drin zu finden sein könnte. Also du hast eine ganze Liste, aber die Information, die du brauchst, noch nicht gefunden dadurch. Währenddessen in der Oberetage kommt ihr dazu, eure magische Analyse durchzuführen. Hast du selbst irgendeinen Zauber drauf, der euch da unterstützt? Ja, ich kann den Analyse. Oh, ja. Möchtest du ihn selbst durchführen? Ich gehe davon aus, dass sie ihn viel besser kann. Also wenn ich sie irgendwie unterstützen kann mit meiner Magie, wäre das wahrscheinlich besser. Aber ich kann ihn ganz okay. Ihr könnt ihn einfach beide durchführen. Vielleicht erfahrt ihr ja verschiedene Dinge. Ja, möglich. Ja, aber ich würde mich auf jeden Fall so mitbeteiligen. Vielleicht kann ich ja unter ihrer Anleitung mehr in den Fäden der Struktur dieses arkanen Gegenstandes sehen. Dann mach mal deine Probe auf den Analyse. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Komm schon, ich habe noch ein paar Schicksalspunkte. Gimme. Okay. 2, 3, 19. Ich benutze einen Chip, um die 19 nochmal zu würfeln. Okay. Ich will mich ja nicht blamieren. Komm schon. Eine 3. Okay, cool. Perfekt. Das heißt, das geht doch ganz gut auf. Das heißt, ich habe eine. Eine QS von. Oh, ich habe noch 3. Okay, dann habe ich ein QS. Schnief. Immerhin. Dann möchte ich auch noch eine Probe auf Magiekunde von dir. Oh, eine 1. Schön. Dann. QS 4. Boah, alles klar. Also die magische Analyse ist tatsächlich sehr kompliziert, wie ihr feststellt. Und das liegt an den Interferenzen des Eisens. Ganz klar. Das Muster erkennst du sofort, das ist der Band des Eisens. Der stört so ein bisschen die arkanen Strukturen, die du in dem Kristall erkennen kannst. Es ist eindeutig zu sehen, dass die Magie nur aus diesem Stein im Knauf stammt und nicht von dem Dolch selbst. Du kriegst fast den Eindruck, als ob der Dolch verwendet worden sein könnte, um den Stein irgendwie zu verstecken und nicht sofort sichtbar zu machen. Denn von außen betrachtet, wenn er nicht leuchten würde, würde man ihn erstmal gar nicht bemerken. Es ist ja auch ein bisschen sonderbar, einen magischen Gegenstand quasi in Eisen zu verstecken. Okay, ja, da habt ihr vollkommen recht. Ich fürchte allerdings fast, dass es mir nicht gelingen wird, dieses Juwel aus dem Metall herauszubrechen, ohne eines von beiden zu zerstören, wenn nicht vielleicht beides zu beschädigen. Oh. Also magische Gegenstände zu beschädigen könnte nicht so ermessende Schäden auch an der Umwelt. Ganz genau. Ja, und wir wollten, dieses Haus ist wunderschön. Danke sehr. Es wäre wirklich schade, wenn ihm was passieren wird. Ich denke, das Sinnvollste wäre es vielleicht, fast den Urheber des Stücks selbst aufzusuchen und ihn zu bitten, die beiden wieder voneinander zu trennen. Ein Zyklopen? Du, ich gehe immer noch davon aus, dass es hier um eine zyklopische Arbeit handelt, ja. Kennt ihr denn einen Zyklopen? Nun, ich bin schon dem einen oder anderen begegnet, aber als Bekanntschaft würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Ich bin noch nie einem begegnet. Also, mit manchen kann man wie läuft die Kommunikation so? Ich konnte nur in Büchern darüber lesen. Nun ja, die Zyklopen, denen man auf den Inseln begegnen kann, sind halt auch diejenigen, die sich nicht aktiv von den Menschen fernhalten, nicht wahr? Also, viele von ihnen haben tatsächlich ein gewisses Interesse daran, auch mit Menschen zu kommunizieren und haben zu diesem Zweck sogar ein wenig Gariti gelernt. Oh, wirklich? Das ist ja faszinierend. Auch Iliani ist allerdings immer noch verbreiteter, muss ich zugeben. Oh, auch
das wäre nicht so groß ein Problem. Ich bin durchaus etwas fluid im Altgüldenländischen. Ausgezeichnet. Was mich aber wirklich fasziniert hat, seht ihr diese Strukturen hier? Und sie zeichnet irgendwie sowas auf dem Blatt Pergament. Ah ja, doch, das hast du auch gesehen. Genau, diese Konstellation im Nexus der Kraftfäden hast du auch gesehen. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch gesehen. Die kommt, also das ist nichts Gildenmagisches, möchte ich behaupten. Ich weiß nicht, ob ihr die jüngste Magus-Arbeit gelesen habt, die ehemalige Spektabilität der Polina Akademie veröffentlicht hat, aber da geht es darum, um die Eintrittsstellen der Magie in. Na, das führt jetzt auch zu weit vielleicht. Aber das hier scheint mir eine wirklich alte These zu sein. Denkt ihr nicht auch? Faszinierend. So etwas habe ich auf jeden Fall bisher noch nicht gesehen. Und so wenn uns jemand weiterhelfen kann, dann vielleicht wirklich ein Mitvertreter von älteren Völkern. Und die Zyklopen sind ja schon, seit die Menschen, sagen wir mal, das Steuer übernommen haben, sie sind ja schon hier. Das möchte ich meinen. Vielleicht wissen sie ja was. Nun aber, vielleicht sollten wir jetzt erstmal uns zum Abendessen begegnen. Oh, ja, ich habe ganz vergessen, wie hungrig ich bin. Obwohl das Mahl zuvor natürlich sehr köstlich war. Ach, das war ja nur eine Kleinigkeit. Zum Abendessen, genau, es wird geläutet. Ihr dürft euch alle an den großen Tisch im Aufenthalts, hier in der Wohnstube setzen. Und es gibt gebratene Tauben an Rosmarinzweigen mit bornischen Kartoffelstäbchen. Bornische Kartoffelstäbchen? Ja, die sind auf jeden Fall importiert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, dass die irgendwie zu jeder Gelegenheit ausgepackt werden. Also anscheinend. Also Kalium Batia hält auf jeden Fall schon was von euch. Ja, finde ich großartig. Da ich das ja auch nur als Vorspeise wahrgenommen habe und darauf gehofft habe, dass die zyklopäische Küche am Abend natürlich noch viel mehr präsentiert, werde ich alles probieren. Und zwar sehr ausgiebig. Ja, das war übrigens jetzt auch nur der erste Gang. Danach gibt es nämlich noch Hammelspieße. Wunderbar. Dazu gebratenen Reis. Es wird natürlich wieder ein neuer Wein gereicht. Es wird erklärt, wie der so schmeckt. Also eigentlich schmeckt keiner von euch einen großen Unterschied, außer Jolante natürlich. Jolante, für dich ist das ganz klar, dass dieses Fliederaroma im zweiten Wein, das ist einfach absolut unüberschmeckbar. Für euch andere schmeckt er immer noch genauso süß und kreischend wie der erste. Aber ihr macht euch auf jeden Fall einen sehr schönen Abend. Ich würde auch tatsächlich einen Speisesegen über dieses wunderbare Mahl sprechen. Das darfst du sehr gerne. Allein schon aus Dankbarkeit unserer großzügigen Gastgeberin gegenüber. Sie ist auf jeden Fall sehr dankbar und sie freut sich sehr, einen Geweihten der Zwölfe und ihrer Kinder bei sich beherbergen zu dürfen. Wenn du das machst, bete ich natürlich mit dir. Lass dir aber die Worte, so wie sich das gehört. Ich würde aber am Ende des Gebetes, nachdem wir auch ein bisschen was gegessen haben, zumindest die gelehrten Damen nochmal genauer anschauen und kurz, fast schon ein bisschen untertänig fragen, haben die magischen Nachforschungen in Bezug auf den Dolch etwas ergeben, wenn ich fragen dürfte? Ich möchte zu Protokoll geben, dass Sabetta mit am Tisch sitzt. Ich erhoffe mir quasi nur ein Ja oder Nein. Eine genauere Beschreibung könnte auch meinen Horizont übersteigen. Ich wollte nur gucken, ob sie tatsächlich Erfolg hatten oder nicht. Das ist quasi so mein Anreiz der Frage. Darauf ein ganz klares Jein. Was eure Gefährtin damit ausdrücken möchte. Die magische Analyse konnten wir leider nicht abschließend beurteilen. Jedoch haben wir das Problem identifiziert und auch einen Lösungsvorschlag. Gut, ich denke, wenn wir wieder unter weniger Augenpaaren hier sind, können wir das ja besprechen. Aber das habe ich mir bereits gedacht. Vermutlich ist es etwas sehr Kompliziertes, was diesen Dolch betrifft. Ja, so würde ich es nicht gerade sagen. Also es würde vollkommen ausreichen, wenn wir einfach einen Vertreter von Ingrims Kindern dazu bringen könnten, möglicherweise sogar den, der den Dolch ursprünglich hergestellt hat, das darin verborgene Juwel von seiner Hülle zu befreien. Und dann könnte man es ohne Probleme analysieren. Meint ein Zwerg? Nein.
Nein. Ich meine natürlich einen Zyklopen. Was? Ich verschluck mich jetzt an dem Essen, dass ich gerade so den Mund schaufeln wollte. Ja, ist das nicht spannend? Ist das etwas scharf? Ich kann. Wir haben doch etwas Ziegenmilch da. Saba, kannst du vielleicht? Also, Elisa, könntest du Sabetta kurz einfach irgendwo wegbringen und anbinden? Ich glaube, wir sollten jetzt über diese Sache sprechen. Ich höre schon weg. Sie steckt sich Finger in die Ohren. Ich halte dir die Ohren zu. Da okay. Geht nichts durch. Dann sind ihre Hände frei, damit sie weiter essen kann. Das ist so nett. Magister, habe ich das richtig verstanden? Ihr meint einen von diesen einäugigen Riesen, die auf den Inseln leben? Also, ich weiß, ja, die Inseln sind nach ihnen benannt. Aber so jemand hat den Dolch erschaffen und so jemand kann das Problem lösen? Das möchte ich meinen, ja. Also, das Magische an diesem Dolch ist nur dieser Stein, der darin verarbeitet ist. Und wir sind der Meinung, dass der Dolch vielleicht eigens in diesem, dass der Stein vielleicht in dem Dolch verarbeitet wurde, eigens um ihn zu verbergen und vielleicht auch der magischen Analyse unzugänglich zu machen. Aber gibt es nicht die Geschichten von diesen einäugigen Riesen, den Zyklopen, dass sie riesige Felsbrocken auf jeden schmeißen, der sich ihren Behausungen nähert? Und sind sie nicht generell immer griesgrämig und übel gelaunt und hassen die Menschen? Senior, sagt man über die Adligen des Festlands nicht, dass sie ihre Untergebenen gnadenlos ausbeuten und auspeitschen? Und nur weil im wiedergeborenen Reich des Horas die Sklaverei zwar offiziell abgeschafft wurde, man einen anderen Namen dafür finden musste? Was wollt ihr denn damit andeuten? Dass ihr nicht alles glauben sollt, was ihr hört. Mit Sicherheit gibt es auch Zyklopen, die auf Menschen nicht furchtbar gut zu sprechen sind, aber ich bin bereits einigen selbst begegnet und sie sind eigentlich recht umgängliche Gesellen, wenn man mal, naja, von ihren Eigenheiten absieht. Nicht, dass es mir an Mut mangelt, aber wisst ihr, es ist schon eine andere Sache, eine Diebin oder irgendein Strauchdieb in die Flucht zu schlagen. Ein Zyklop hingegen kann einen Menschen gewiss mit einem einzigen Fausthieb töten. Und also, ihr meint, es gibt auch gute von ihnen? Nun, aber ihr seid doch, also ich möchte euch nicht zu nahe treten, Romualdo war euer Name, nicht wahr? Ja. Ihr seid doch ein ausgebildeter Krieger, nicht wahr? Ein Abhängiger der hohen Schule der Reiterei zu Neta. Ja. Nun, dann werdet ihr euch doch nicht von so einem Ammenmärchen in die Flucht schlagen lassen. Das habe ich auch nicht gesagt, sage ich, während ich nun wieder ein Stück von dem Vogel abtrenne, der vor mir auf dem Tisch liegt und es erstmal so in meinen Mund reinschaufle. Aber ich habe mein Pferd nicht hier. Ein Zyklop ist immer noch ein Zyklop und das war nicht so vorgesehen. Aber, wie ihr schon sagtet, ich bin ein Krieger aus Neta und die heilige Talion Mel hat ein Heer von Novadis geschlagen, was sicherlich viel gefährlicher ist als ein Zyklop. Und wenn man Talion Mel nicht nacheifert, dann ist man kein wirklicher Krieger. Lysandra, haben wir überhaupt eine Chance, das Geheimnis zu lüften? Gibt es wirklich diese Zyklopen, die uns da weiterhelfen können? Oder ist die Sache aussichtslos? Wenn die werte Magistra Kaliomathea sagt, dass es welche gibt, die durchaus Logik und Worten zugänglich sind, dann glaube ich ihr das. Sie ist eine sehr erfahrene Magierin und hat äußerst viel herausfinden können. Dementsprechend würde ich dem nicht direkt einen Riegel vorschieben. Sie erscheint davon sehr überzeugt. Und ach, man kann doch auch nicht alle Zyklopen über einen Kamm scheren, oder? Es gibt so wie Menschen, es gibt relativ Gebildete und es gibt, ich schaue auf unseren Gast, es gibt halt, naja, andere. Und dementsprechend, wir könnten es versuchen und wenn es nicht funktioniert, improvisieren wir. Aber es wird so spannend. Ja, das wird was spannend. Sagst du dazu? Caro sieht aus, als ob sie was dazu sagen möchte. Ach so, ja, ich würde dann halt einwerfen, mein neu erworbenes Wissen, dass
Man findet einige auf der Insel Pudras, also einige Zyklopenschmiede. Ich versuche in der Bibliothek, die übrigens beeindruckend ist, gerade vielleicht einen Hinweis auf die Identität dieses Schmieds zu finden. Wir haben ja seine Sigille. Selbst wenn diese an sich keine Bedeutung hat, so kann sie ja für eine Art Namen stehen. Und ich habe einige Referenzliteratur gefunden, beziehungsweise Referenzen auf Referenzliteratur. Ich bräuchte da vielleicht noch etwas mehr und vielleicht ein bisschen Unterstützung. Aber dann hätten wir vielleicht eine Chance, diesen Namen herauszubekommen. Und wenn nicht, könnten wir es immer noch auf dieser Insel probieren und uns durchfragen. Wenn wir einen Schmied treffen, kann er vielleicht auch seinen Kollegen identifizieren. Was ich mag Ihre hier? Einstellung. Das klingt nach einem ganz hervorragenden Vorgehen, finde ich. Nun ja, eine Sache wäre noch zu klären. Elysia, was ist mit euch? Könnt ihr darauf verzichten, Sabetta sofort zum Festland zurückzubringen? Ich habe Pflichten, zu denen ich zurückkehren muss. Aber um die Schwere der Schuld in diesem Fall festzustellen, wird es wohl unabdingbar sein, den Wert dieses Objektes zu bestimmen. Eigentlich habe ich mich darauf verlassen, dass ihr sagt, wir müssen ans Festland zurückkehren. Aber wenn nun schon drei so sicher sind, dass wir diesen Zyklopen finden und das eine wichtige Aufgabe ist, wer bin ich dann, dass ich Nein sagen würde? Also gut, dann ist diese Sache abgemacht. Ich kann vermutlich nicht viel bei der Suche nach dem Zyklop in den Büchern hier helfen. Aber vielleicht werden wir ihn dann wirklich aufsuchen. Ich schlage vor, dass ihr hier übernachtet und morgen könnt ihr euch weiter gerne in der Bibliothek austoben. Sava wird euch einige Schlafstätten zurechtmachen und dann sprechen wir morgen vielleicht auch darüber, ob ihr den Dolch mitnehmt oder vielleicht lieber hier lasst, auf dass er nicht in falsche Hände gerät. Aber das alles werden wir dann beim nächsten Mal klären. An der Stelle würde ich nämlich einen Cut machen. Ihr seid weit gekommen. Ihr seid fast, ich habe tatsächlich diesmal zum ersten, ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt in meiner Karriere als Spielleiter, dass ich richtig kalkuliert habe und dass ihr wirklich so weit gekommen seid, wie ich gehofft habe. Juhu! Vielen Dank dafür. Wir sind nicht lahmarschig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, dieser wundervollen Truppe hier zuzugucken. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Spaß gehabt, den Einstieg in das Abenteuer Zyklopenauge mit euch zu spielen. Und freue mich schon darauf, wenn wir das dann, ja, ich glaube, nächste Woche sollte geplant sein, Philipp, soweit ich weiß, wenn wir uns dann in den zweiten Teil stürzen. Ja. Ja, das war dann ab. Ja. Ja. Die Stimme aus dem Off. Kurz sehe ich noch einen Crash auf dem Crowdfunding. Gott, wir sind bei über 64.000. Das ist total beschwerlich. Also, es ist super, ja, wie Nadine sagt, das ist Madness. 437 Leute, wir haben damit Torval hinter uns gelassen. Jetzt, das heißt, ich muss jetzt tatsächlich liefern, was. Genau. Was das ist ja jetzt unangenehm. Na, okay. Auf einmal dieser Druck. Wird irgendwie funktionieren. Der stellt sich auf seine Liege und lässt sich einfach von Saba ein paar Trauben in den Mund werfen, während er weiterschreibt. Also. Das wäre schön. Und mit diesen wundervollen Bildern würde ich euch dann auch für diesen Mittwochabend in den Feierabend entlassen. Wir wünschen euch einen ganz zauberhaften Abend. Ich habe so oft Abend gesagt, ne? Das macht nichts. Deutsche Sprache und Feierabend und so, ihr wisst Bescheid. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.